Hallo, meine Lieben. Schön, dass ihr schon da seid. Was geht? Hallo, Stabilo. Hintergrund sieht sehr nice aus. Es wird. Noch nicht ganz, oder? Ich will. Wenn ich da noch eine riesige Pflanze hinstelle, die hinter den Gamecubes ist, die ist zu groß. Wenn ich da noch eine Pflanze hinstelle, damit diese weiße Fläche verdeckt ist. Ich mag das braune Spotlight auf die Majora's Mask. Ich habe hier, guckt euch das mal an. Ich habe hier lila Bänder rein, die sich auch verändern. Und Lugia fliegt da drauf. Okay. Okay. Ich hatte die GameCubes vier übereinander. Das sah ein bisschen übertrieben aus. Aber ja, wenn ich da eine große Pflanze hinmache. Und das Problem ist noch, dieser Schrank mit den ganzen geilen Sachen drin ist so ein grauer Blob. Eigentlich müsste ich den irgendwie von unten oder von der Seite oder vom Tisch aus vielleicht auch nochmal mit Blau be befeuern. Weil der ist so buch. Und dann wären wir wieder bei RGB, ne? Wir kriegen das RGB nicht weg. Es ist halt so viel einfacher, mit RGB einen Raum aussehen zu lassen. Du schaust Dexter, geil. Aber noch nicht die neueste Staffel, oder? Weil da bin ich noch nicht. Mariko, danke schön für 18 Monate. Also der Raum wird langsam. Der Fernseher macht da mehr Sinn, die Majora's Mask, das Licht. Es wird, aber ja. Du hast wieder von vorne angefangen. Hey, wir auch. Wir haben die erste Staffel. Wir haben die erste Staffel durch. Wer ist denn da alles? Rote Jay, Stabilo, Anno, Dino, Lurki, Daniela. Hallo, hallo. Maximus. Ta. Hallo, Maurice. Beleuchtung ist dezent, aber er steht jetzt schon sehr gut aus. Sieht jetzt schon sehr gut aus. Und das nur, weil ich ein blaues Licht gegen den Hintergrund gelehnt habe. Also es ist alles eigentlich gleich, nur dass ich das. Das ist jetzt blau. Hallo Bart, Fratze. Hallo Felix. Hallo Redface. Hallo Marco. Hallo Dagnir. Hallo Gothica. Hallo Emmegelol. Dex empfehlenswert? Ja, es ist ein bisschen, jetzt wo ich alles nochmal anschaue, es wirkt schon, früher war es so, oh, Dexter ist so die krasseste Serie und so spannend und so realistisch Thriller. Jetzt, wo ich es mir, keine Ahnung, 10 Jahre später nochmal anschaue, denke ich mir, okay, es ist eigentlich so wie all diese Crime-Serien damals. Genau. Aber es ist trotzdem geil. Aber jetzt vor der zweiten Staffel sind wir so ein bisschen, ah, oh, sollen wir die anschauen? Aber haben wir die zweite angeschaut oder? Nee, die zweite haben wir angeschaut. Vor der dritten bin ich jetzt so, oh, will ich die anschauen? Die ist eigentlich nicht so geil. Aber ich weiß halt, dass es noch so geil wird. Dexter ist aber auf jeden Fall empfehlenswert. Aber es ist ein bisschen übertrieben. Früher dachte ich nicht, dass es so übertrieben ist. Und heute beim zweiten Mal anschauen denke ich mir so, okay, chill. Marco, richtiger Fan mit 7 Streams. Warum ist es lila? Das muss man aufhören, lila zu sein. Lasst mich kurz Einstellungen machen. Heute machen wir nur Wailord, weil ich krieg meinen DS nicht auf den PC. Ich weiß nicht warum. Gestern hat es noch funktioniert. Heute, ich krieg meinen DS nicht auf dem PC und ich hoffe, dass es durch einen Neustart vom PC gefixt ist, aber das will ich jetzt nicht machen. Warum ist die Nachricht, die Marco geschrieben hat, lila?
soll weg. Das nervt. Das ist keine Subscription. Es sieht so aus, als ob es eine Subscription ist. So, Quatsch. Serratronics, hallo. Hallo Piano Benny. Hallo Öttja. Hallo, hallo. Hallo Leon Melone. Hallo Eski. Der Videograbber kommt jetzt gleich endlich an. Erstmal Chinesisch lernen. Wie ist der so schnell angekommen bei dir? Was? Amazon Ultra Prime. Lohnt sich das, der Schatz von Zone 0 DLC? Wenn dir Karmesin und Purpur Spaß gemacht hat, dann sind die 40 Euro nicht schlecht, nicht schlimm auszugeben. Vor allem, wenn du dann da auch wieder alles machst, alle Pokémon fängst, Shinies jagst und so weiter, dann lohnen sich die 40 Euro definitiv. Wenn dir Karmesin und Purpur nicht gefallen hat, dann würde ich das DLC mir nicht holen. Es geht halt einfach weiter. Die Geschichte geht weiter, neues Areal. Mir hat's gefallen. Okay. Wo sind wir? Nix geht. So, wie gesagt, ich kann heute irgendwie nur Wildout machen, weil ich meinen DS nicht auf dem PC krieg. Was für eine Zeitverschwendung. Wenigstens volle Konzentration auf eine Sache. Das heißt, heute bei 400 wird dir dieses Wildout so gewaltig lila sein, dass es nur so scheppert. Umso mehr Wildout-Resets und schneller. Wildout war eigentlich nicht das Problem mit dem schnellen. Giratina habe ich oft immer langsam gemacht, als es sollte. Installieren für 3 Kabel, halbe Bibel. Ich kann nicht lesen. Dieser SD-Capture-Card, es ist eigentlich, du musst nur einen Treiber installieren. Und diesen Treiber musst du halt von der Website runterladen. Und das musst du halt erstmal schaffen. Aber danach musst du nie wieder irgendwas installieren und diese Capture-Card ist einfach aktiv. Aber du musst halt irgendwie den Treiber installieren mit einer chinesischen Website. Hallo, Kuenna. Kuenna. Kühner. Kühner. Ich habe gestern endlich meinen Shiny Glumanda gebrütet. Geil. In Kapu. Schau. Ich mache immer noch langsame Wildout Resets. Ist der Counter gerade eins hochgegangen? In Purpur. Sehr gut. Was ist das da? Ein Wingull. Sah komisch aus. Dann wird es mir bestimmt auch gefallen. Dexter ist cool, vor allem Dexter kam dann 10 Jahre später eine neue Staffel und jetzt machen sie wieder eine neue Staffel. Ist ein bisschen komisch, dass sie das so ausbluten. Ich habe heute das Gen 6 Video aufgenommen. Ich muss nur noch 2 Witze aufnehmen, dann habe ich alles aufgenommen und kann schneiden. 2 kleine Witze im Video muss ich extra aufnehmen, weil ich mich dafür anders anziehen muss und weil ich rausgehen muss. So halb muss ich rausgehen. Das ging aber fix mit dem Gen 6 Video. Naja, ich hatte das Skript komplett geschrieben in München. Dann habe ich es gestern einmal Probe gelesen. Und dann habe ich es heute aufgenommen. Aber ja, ich habe, wie gesagt, ab Gen 5 gebe ich mir nicht mehr so viel Mühe. Bei Gen 5 habe ich ja auch schon kein Greenscreen benutzt. Nein, nicht so blau. Nein, nicht so IRL zeige ich. Nein, ich werde euch nicht meine Plauze zeigen. Deine Serie ist gerissen. Tja, nur für dich habe ich das gemacht. Auf jeden Fall, ich habe das Gen 6 Video heute aufgenommen, aber weil der Raum halt noch nicht so ist, wie ich ihn gerne hätte, ich habe ein paar Sachen mit Greenscreen aufgenommen
Und ich sag mal wirklich, 80% ist nur meine Stimme. Aber hey, bei anderen YouTubern funktioniert es auch, dass sie nur ihre Stimme zeigen oder auditivieren. Was ist zeigen nur mit... Weil man kann auch einen Song zeigen. Aber zeigen ist so visuell. Gibt es das Wort zeigen auch für Ton? Hörproben? Nee. Ich habe ihm ein Lied gezeigt. Es sollte zeigen auch mit für Sound geben. Weil zeigen ist eindeutig visuell. Naja. 80% ist einfach nur meine Stimme und ich schneide Sachen drunter. Weil der Raum noch nicht schön ist. Weil ich Gen 6 schnell machen will. Vorspielen. Ja, bei Musik kann man vorspielen sagen, das stimmt. Weißt du eigentlich, wie man Events aus Gen 7 bekommen kann mit Serra, Aura und Co.? Legitim? Gar nicht. Die Events sind abgelaufen. Und ab Gen 6 ist das Ganze über das Internet gelaufen. Das heißt, entweder du findest jemanden, der dir sie gibt. Oder du cheatest. Volle Kanne. Aber der DNS-Glitch aus Gen 4 und 5 war auch schon cheaten quasi. Aber so etwas, was es simuliert, gibt's nicht mehr, ne. Du musst dir das Event mit einer Drittsoftware reincheaten. Keine Sorge, deine Videos sind immer wunderbar. Was soll ich denn mit diesem Satz anfangen? Wie soll ich denn versuchen, besser zu werden, wenn du sagst, keine Angst, es wird eh gut? Furze ich ins Mikrofon und wer sie sagt, ah, das ist großartig, diese Symphonie, ah. Nix da. Es wird nicht schlecht, aber Gen 3 und Gen 4 waren immer noch... Gen 3 und Gen 4 sind die besten Videos, die ich je gemacht habe. Vielleicht noch das Metronom-Video. Vielleicht noch das... Ich mag auch das, das Dingens, das Pokerus-Video sehr gern. Pokerus. Besser geht immer. Das ist die richtige Einstellung. Schade, dass es kein Geruchsfernsehen gibt. Hey, South Park hat es gemacht. Ich glaube, das war aber nur ein Prototyp, den sie nie veröffentlicht haben. South Park hat zu ihrem neuesten Spiel damals... Oder inzwischen gibt es ja schon wieder mehr South Park-Spiele. Aber hier das... A Fractured But Whole. Oder A Fractured But Whole. Haben sie so eine VR-Brille gemacht, nur für die Nase. Sodass du jeden Furz riechen kannst. Aber ich glaube, das haben sie nicht wirklich veröffentlicht. Gen 4, die Scene mit A-Kids, wollt ihr in meinen Untergrundbasis? Fand ich so geil. Dankeschön. Ich versuche immer sowas einzubauen in meine Videos. Und jetzt beim Gen 6 Video habe ich auch wieder solche Sachen. Aber Gen 3 hat mir halt so viel mehr gegeben. Gen 3 an sich hat halt so viel geile Sachen gehabt mit Barschwa und so weiter. Und Gen 6, ich sag's im Video auch, oder ich hab's hier oft genug gesagt, ne? Auf einmal hast du alle Pokémon gefangen, es ist vorbei. So, wo war die Herausforderung? Ich hab Yveltal im ersten Ball gefangen, was selbstverständlich ist bei einer Chance von 50%. Das Einzige, das Schwierigste war wirklich... Irbis und ein weißes Flabébé zu fangen und nicht mal das war schwierig. Und das Schwierigste an sich ist natürlich, alle Vivillons zu kriegen, aber dafür muss man halt einfach entweder einen Emulator benutzen oder volle Kanne Geld ausgeben. Schwierig ist daran auch nichts. Hallo Azrael. Die schlimmsten Videos von dir sind immer noch die, wo man was danach kaufen will. Danke dir dafür. Ey, Snox, hallo. Hallo Teasy, hallo Nukemon. Auf jeden Fall mag ich deine Weise zu erklären, erzählen, aber natürlich ist visuell immer Luft nach oben, da hast du recht. Nee, auch erzähl, also danke. Aber auch erzähltechnisch, ne, wenn du das, wenn ich mir meine Vorbilder anschaue, wie die das machen, wie Nakey Jakey zum Beispiel. Oh, das neueste Video muss ich mir noch anschauen. Meine größte Inspiration ist, glaube ich, Nakey Jakey. Das ist der, der auf dem Gymnastikball sitzt.
und über Spiele redet. Und da sind die Skripte, also was er erzählt, sind so wie ein Stand-up geschrieben einfach. Und der macht eine Stunde lang Video und du lachst alle 3 Minuten, weil der einfach bang, 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 bang sind. Und er sitzt wochenlang an einem Skript. Und da bin ich nicht gut drin. Also das kann ich noch nicht, Skripte so gut schreiben. Also der schreibt halt wirklich Skripte wie eine Fernsehserie so ungefähr. Also wirklich ein Skript halt. Was ich auch mache, ich schreibe auch ein ausführliches Skript, aber ist halt nicht zu vergleichen mit der Qualität. Naked Jackie muss man kennen, der ist... Der macht halt, der sagt halt, okay, ich mache ein Video über Rockstar und dann macht er ein Video über die verschiedenen Spiele wie GTA, Red Dead Redemption oder warum Last of Us 2 scheiße ist. Wo ich widerspreche, ich habe mir das Video angeschaut und wieder ne, totgelacht. Es ist einfach so gut gemacht. Oder auch sehr große Inspiration, was Effekte anbelangt. Das ist aber unfassbar schwer und so krass, was der macht, ist Manly Reviews. Der ist ein bisschen derb. Manly Reviews, glaube ich, heißt er. Aber der macht vor allem Videos zu Nintendo-Sachen. Und der hat ein geiles Video zu Donkey Kong 64 gemacht oder Tears of the Kingdom. Und die sind optisch auf einem Level, das glaubst du nicht. Da siehst du Tears of the Kingdom, Link, und er steht mit Link in der Welt drin. Also er steht da wirklich und du denkst dir, wie zum Teufel hast du es geschafft? Farblich, perspektivisch, dass du in dieser Welt drin stehst und es fällt dir nicht auf, dass es... Also es ist so gut gemacht, das ist unfassbar. Manly Reviews. Hat auch ein großartiges Video zu Twilight Princess gemacht. Warum Twilight Princess... Was war das Thema? Warum Twilight Princess scheiße ist? Nee. Warum Twilight Princess fast nicht gemacht wurde? Irgendwie sowas. Cried Team, ich soll aufstehen. Woher hast du diese Punkte? Kann man da nicht näher speichern oder warum fährst du so weit? Hab das Spiel noch nie gespielt. Du hast nie Schwert und Schild gespielt. Ein großartiges Pokémon-Spiel für Sammler und Freunde der Pokémon-Welt. Es gibt im Pokémon Schwert und Schild Strong Spawns. Strong Spawns sind quasi Fixed Spawns, also Pokémon, die an einer Stelle immer wieder auftauchen. Und bei Wailord ist es sogar noch extremer, dass dieses Wailord an dieser Stelle auftaucht, sobald du auch nur dieses DLC betrittst. Sobald du die Karte betrittst. Bei anderen Strong Spawns ist es so, dass wenn du nah genug rankommst, dann spawnt es. Aber das Wailord spawnt immer, wenn du die Karte betrittst, egal wo. Deswegen, das ist der kürzeste Weg, um zu Wailord zu kommen. Und wenn ich die Tür verlasse, spawnt es. Und wenn Pokémon spawnen in Schwert und Schild, ist vorbestimmt, was es ist. Also wenn ich davor speichere und es immer wieder checke, dann ist es immer exakt das gleiche Wailord. Deswegen muss ich vor einer Tür quasi speichern und die Map laden. Oh, der alte Mann. Woher du die Punkte hast? Vom Zuschauen. Warum gibst du die nicht aus für kleinere Sachen, die mir nicht wehtun? Okay, ich muss den Tisch höher fahren. So, so. Man Reviews, Girlfriend Reviews, jetzt brauchen wir noch Family Reviews. Gibt's bestimmt. Wer ist dieser Kid-YouTuber? Manny? Ne, das ist der aus Family. Modern Family. Ich habe noch 46k. Ich glaube, Shane ist gesund, oder? Ja, deswegen habe ich es ja wieder aktiviert, weil ich mehr stehen muss. Aber nach dem Summer Breeze habe ich echt so Rückenschmerzen. Auf dem Summer Breeze hatte ich auch schreckliche Rückenschmerzen, aber woanders. Das waren so die aktiven Rückenschmerzen, die akuten Rückenschmerzen. Und jetzt habe ich die Nachwehen. Aber deswegen, wir müssen stehen, du hast vollkommen recht. Der arme Mann leidet bei zu langem Stehen. Marco hat's gesehen, wobei Marco hat's gar nicht so viel gesehen, aber ich... Immer, wir schauen ein Konzert, es ist voll geil und ich so, Leute, ich setz mich hinten hin. Ich will nicht. Ich will auch da stehen und zugucken und eine bessere Sicht haben, besseren Ton haben. Ich muss mich dann nach hinten setzen. Das ist so traurig.
schon letztes Jahr gesehen. Ach Marco, lass mal hinsetzen. Lass mal in den Biergarten gehen. Konnte man da überhaupt schlafen oder ging das durch die Nacht durch? Festivals gehen so bis, also jeden Tag so bis 2 Uhr, 3 Uhr morgens. Und da die Bühnen so laut sind, hörst du die eigentlich egal, wo du campst. Wir haben sehr nah am Gelände gecampt, deswegen haben wir volle Kanne die Stage gehört. Aber du gehst eh nicht vor 2 Uhr schlafen und um 2 Uhr ist es dann zumindest von der Organisation kein Sound mehr. Und dann ist halt die Frage, ob du Nachbarn hast, die laut Musik spielen oder sowas. Was läuft denn da für Musik? Auf dem Summer Breeze? Metal, hauptsächlich. Also da gibt's schon auch so, nee, allgemein gesagt Metal. Ich würde sagen, Summer Breeze ist eins. Es ist kein Rock im Park, wo du auch viel so Rock hast, wo auch sowas wie Silbermond und Bushido auftreten. Weil Bushido war mal auf Wacken, stimmt, und da sind Flaschen geflogen. Es ist eher Metal, aber die härtere Schiene, glaube ich, würde ich sagen. Es ist nicht wie Rock im Park, wo dann auch zum Beispiel Peter Fox oder sowas ist. Sowas ist da nicht. Ich werde nach jedem kleinen Mucks wach, das wäre die Hölle für mich. Ey, ich doch auch. Ich bin immer aufgewachsen in den ruhigsten Umgebungen. Deswegen, ich kann auch nicht schlafen, wenn es irgendwie laut ist. Der Unterschied ist nur, du bist so K.O. von dem ganzen Tag in der Sonne sein und stehen und dich bewegen, dass du tatsächlich einfach um 2 Uhr morgens so müde bist, dass du einschläfst, obwohl draußen wum, wum, wum macht. Und wenn nicht, ist auch egal, dann schläfst du halt nicht und dann geht's halt am nächsten Tag weiter. Ich habe die erste Nacht, glaube ich, auch nur 2 Stunden geschlafen und die letzte auch. Es ist halt dann so, das machst du halt für die geile Zeit. Hallo Typho, Typho, Weifo, Wifo, Fifo. Nimm das zurück mit Silbermond und Rock. Okay, was ist Silbermond dann? Pop? Okay, meinetwegen ist Silbermond auch Pop. Aber es ist Poprock. Was meinst du mit? Achso, du meinst, dass du willst nicht, dass Silbermond zu Rock gehört? Ja, dann halt Poprock. Wie nennt man solche Bands wie Silbermond, die oder Revolverheld, die halt schon Gitarren haben, Schlagzeug und sowas? Schlager? Nein. Nicht alles ist Schlager. Wo man mitsingt. Aber für mich wäre Silbermond Rock. Ich meine, du kannst immer Pop davor setzen, wenn es von der Allgemeinheit, wenn es Mainstream ist. Aber ich weiß, Rock ist eher sowas wie AC/DC. Wobei ich würde AC/DC eher zu Heavy Metal zählen als Rock. Was ist denn Rock? Dann gibt es noch Rock'n'Roll. Was ist Rock? Keine Ahnung. Wie hieß nochmal Dick Brave und die Beatsteaks oder sowas? Nee, Beatsteaks war eine eigene Band. Dick Brave und die Dick Braver? Nee. Dick Brave und die. Dick Brave. Auf jeden Fall war das ganz cool, Dick Brave damals. Das Spiel ging an mir vorüber. Mit dem großen grauen Gameboy damals die ersten beiden Spiele gespielt, kurz zwischendurch mal auf DS Pair gespielt, dann wieder mit dem Remake Diamant Jahre später auf der Switch wieder angefangen. Also dann der Remake von Diamant und Perle, das hättest du dir sparen können, wobei es natürlich eine schöne Nostalgie-Tour ist, nachdem man es auf dem DS gespielt hat das letzte Mal. Aber da würde ich sagen, von der Aufmache ist Schwert und Schild cooler als BDSP. Die Dick Braver, die Braven Dicks. Backbeats, ja genau. Dick Brave, Brave, was? Die Backbeats. Komisches Teil, Bluescreen bekommen. Der Bluescreen ist richtig. Jetzt schließt was an. Bluescreen ist, wenn du nichts anschließt. Jetzt schließt du was an dein komisches Teil und dann siehst du die Konsole. Das wusste ich nicht. Ist ja auch Geschmack, ob du BDSP magst. Aber BDSP, also das Remake von Gen 4, ist halt super schlecht gemacht.
Also technisch. Aber das sagen viele auch über dieses Spiel hier. Ich habe auch mit BDSP wieder angefangen, aber meiste Zeit mit Abstand, Schwert und Schild. Echt, mit BDSP hattest du erst wieder angefangen? Und du liebst Schwert und Schild so sehr? Schwert und Schild war ja viel früher als BDSP. Bin schnell auf Karmesin umgestiegen. Ja, okay, ja. Also irgendwann, wenn du Bock hast, kannst du auch mal Schwert und Schild ausprobieren. Aber Schwert und Schild ist eher was, wenn du wirklich Shiny Huntest, wenn du brütest, wenn du Raids machen willst. Wenn du einfach nur die Story spielen willst, so halt Vanilla-Casual-Pokémon spielen willst, dann ist Schwert und Schild tatsächlich relativ langweilig, weil es nicht wirklich Story gibt. Es ist halt eine schöne große Welt, wo viele Pokémon, es sind 800 Pokémon in dem Spiel, und fangen, seltene suchen, 1% Mon suchen, Shinies brüten und so weiter. Hallo Sirima. Habe in Schild bis heute mein Decks nicht voll gemacht, weil es so unfassbar viele sind. Ja, und Decks voll machen in Schwert und Schild geht ganz gut. Man muss halt sich einen Guide rausholen und gucken, welche. Hier haben wir gerade starken Sonnenschein. Welches Wetter bringt welches Pokémon hervor und sowas, muss man halt dann die ganze Zeit checken. Wenn man so ohne Guide alle Pokémon finden will, dann dauert's lang. Weil man zufällig am richtigen Datum rumradeln muss. Ins Auge, ins Auge. Überleg mir, Legends Arceus zu holen, soll ja sehr gut sein. Es ist sehr gut für Leute wie uns, die sammeln wollen. Wenn du gerne mit Pokémon kämpfst, ist Legends Arceus nichts für dich, weil ich glaube, in dem ganzen Spiel gibt es 3 Kämpfe. Vielleicht 4. Legends Arceus ist auch die Story, dass du quasi die erste Person bist, die den Pokédex anlegt. Das heißt, es geht darum, den Pokédex zu vervollständigen, anzulegen, besondere Sachen zu machen. Es geht wirklich sammeln, sammeln, sammeln. Wenn dir Sammeln gefällt, dann ist Legends Arceus ein Traum für dich. Legends Arceus ist vieler Meinung nach und meiner auch das beste Pokémon-Spiel auf der Switch. Aber du musst halt das Prinzip mögen. Spiel gerne so vor mich hin. Ja, dann kannst du da einfach in die Welt eintauchen, in den Pokédex gucken, sagen, schau, was fehlt mir noch? Okay, ich muss noch 10 Zubats fangen tagsüber. Okay, dann muss ich noch, keine Ahnung, 50 Evoli-Ruckzuck-Hiebe sehen. Es geht halt um Vervollständigen die ganze Zeit. Ey, leg mal einfach aus Spaß jetzt PLA ein und schaut, wie unfassbar gut die Steuerung ist und wie wenig Frame-Drops man hat und wie gut es einfach funktioniert und wie schnell es lädt und sowas. Aber Schwert und Schild lädt auch relativ schnell. Okay, vielleicht doch nicht. Und wie geil man einfach durch die Luft fliegen kann und auf Pokémon runterstürzen kann, und oh, es läuft einfach alles so viel flüssiger und einfach. Dann legst du Kamesin und Popo ein und denkst dir, mach. Und das liegt nur daran, weil Legends Arceus aus Instanzen besteht, anstatt aus einer scheiß Open World. Wir stehen dafür, wir stehen hier, um heute zu sagen, dass Gen 10 wieder Instanzen haben muss. Und wehe, Legends Saar hat nicht Instanzen. Scheiß auf Open World. Wer braucht Open World? Kamesin ist total leck. Da lief das Spiel auf dem Gameboy besser. Natürlich, weil du auf dem Gameboy 10 Frames hast. Legends Arceus läuft relativ flüssig. Also im Vergleich zu Kamesin und Popo definitiv. Weil sie eben nicht eine komplette Welt laden, sondern die ganze Welt besteht aus 5 Instanzen. So wie Monster Hunter. Du gehst quasi in eine Welt und dann ist da alles geladen, aber es ist halt eine kleine Welt. Aber du kannst auch nebendran gehen in eine neue Welt und dann wird die geladen. Instanzen halt. Besonders ist PLA trotzdem für mich mehr Open World als Kapu.
Das verstehe ich nicht, weil Capo ist ja schon jede Map relativ klein und du musst die ganze Zeit rein und raus gehen, um Sachen zu laden und so weiter. Also Capo ist schon Open World, per Definition. Du kannst jederzeit überall hin, ohne irgendeinen Ladebildschirm zu sehen. Aber es ist halt nicht so schön gemacht, ne? Dankeschön, Sirima, für dein Prime. 4 Monate Prime, dankeschön. Oh, wir haben Zettel. Mein Stream Deck steht davor. Yatokobo. Wie lange ist das her? Nicht lang. Wo bist du? Da. Pam-Pam. Du bist ein Pam-Pam. Hier, ich habe jetzt das Setup wieder so aufgebaut, wie es war. Sollte alles ein bisschen besser gehen. Hallo, Shiny Nick. Also mein Traum für ein Pokémon-Game wäre Schwert und Schild mit Overworld-Shinies. Diesen Traum kannst du dir verwirklichen. Diesen Traum kannst du dir verwirklichen? Ja. Diesen Traum kannst du dir verwirklichen, indem du das Spiel moddest. Dafür musst du nur deine Switch modden. Und dann kannst du Schwert und Schild modden. Es gibt nämlich einen Mod, der Shinies in der Overworld anzeigen lässt. Dann wäre dieses Wildout Shiny und wir müssten nicht hinradeln. Aber das ist ja auch viel zu einfach, ne? Ist ja nicht so gewollt. Aber ja, das wäre ein Traum. Aber du kannst dir den Traum tatsächlich machen. Aber offiziell ist das natürlich nicht so. Quests haben aber nichts mit Open World zu tun. Aber hat keine Nebenquests oder ähnliches. Kamazin und Popo hat nicht wirklich Quests. Das stimmt eigentlich. Das hätten sie viel mehr machen können. Es gibt schon so kleine Sachen wie besiege so und so viel Trainer in dem Bereich und kriege dieses Item oder hier ein paar Spiele oder sowas. Aber Quests sind nicht wirklich die Definition von Open World. Definition von Open World ist einfach nur, dass du überall hin kannst, jederzeit, ohne den Bereich zu wechseln, ohne einen Ladebildschirm. Natürlich werden Sachen geladen, aber du merkst es nicht. Beziehungsweise in Kamazin und Popo merkt man es eben schon. Ups. Quests sind jetzt nicht die Definition von Open World. Aber es ist eigentlich schade, dass Capo so wenige Quests hat. Warum habe ich neu gestartet? Fuck. Eine offene Welt, genau. Und Legends Arceus hat schon ein paar Quests, von wegen bringen Pokémon dahin und so weiter. Wobei, es stimmt, es gibt eigentlich echt viele Quests. Diese Nebenquests, da geht doch irgendwie bis Nummer 160 oder so. J-Gamer, du bist ein Blip. Blip. Wenn ich es jetzt aber mit einem Assassin's Creed vergleiche, ist es näher dran. Assassin's Creed hat auch Instanzen. Ich weiß nicht, wie die neueren Assassin's Creed sind. Die sind wahrscheinlich mehr Open World als das letzte, was ich gespielt habe. Wieder Shiny Ponita. Ja, das ist eine Quest. Computer sagt nein, irgendwas falsch gemacht. Wird nur als Audiogerät erkannt. Ich bin zu blöd, was zu installieren. Wenn nur Audio erkannt wird, dann hast du aber eigentlich, glaube ich, alles richtig gemacht. Musst mal gucken, ob... Es kann auch immer bei so alten Konsolen, also, damit ihr es wisst, Maximus versucht, seine alte N64 an den PC anzuschließen. Und ich habe ihm eine SD-Karte, SD-Capture-Card empfohlen, die ich auch benutzt habe. Aber bei so alten Konsolen kann es halt immer sein, dass dein Video-Output-Kabel, hast du das Gelbe im Gelben drin, weil Gelb ist Video. Und gehen die Kabel auch. Also hast du die N64 am PC mal an Fernseher angeschlossen und das gelbe Kabel funktioniert wirklich. Nur Ton ist seltsam. Ich bin nicht farbenblind. Hey, gestern hast du nicht gewusst, was der Unterschied zwischen Gelb und Rot und Weiß ist. Oder irgendwas wusstest du nicht. Fernseher läuft es einwandfrei.
Okay. Ich weiß auch gar nicht, über was für eine Software guckst du dir das an? Also wo siehst du den blauen Bildschirm? Hast du nicht gesagt, du siehst einen blauen Bildschirm? Dün, dün, dün. Din, 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 din. Din. Ach so, dein PC ist abgeschmiert, okay. Weil die Capture Card gibt dir auch einen blauen Bildschirm, wenn du nichts anschließt. Wusstet ihr, dass jeder Mensch auch Farben anders wahrnimmt? Das Gelb, das man sieht, ist dann zum Beispiel bei anderen heller oder dunkler oder kräftiger. Bestimmt, aber das kannst du nicht nachweisen. Das ist ja das Faszinierende mit Farben oder mit Wortgebung. Keiner kann beweisen, nachweisen, dass das Rot, was ich sehe, das gleiche ist, was du siehst. Nur du wurdest erzogen von der Gesellschaft so aufgebracht, dass das, was du siehst, haben Leute rot genannt. Kann aber sein, dass dein Rot mein Grün ist. Und niemand kann das beweisen, weil keiner kann in deinen Kopf reinschauen. Wobei es ist bestimmt möglich, wenn jemand tot ist, dass man dann deren Augen anschaut, oder? Ich meine, woher weiß man, wie Schlangen sehen? Woher weiß man, wie Hunde sehen? Es ist einfach nur, dass jemand das mit dem Hund getestet hat, so belle, wenn du rot siehst, und dann hat er nicht gebellt. Oder haben die tatsächlich ein Auge von einem Hund genommen und reingeschaut? Und so vor das eigene Auge gehalten und so durchgeguckt. Geht das? Die Musik passt dazu perfekt, weil das ist ein perfektes Thema dazu. Also woher weiß man wirklich, wie ein Hund sieht? Ich nehme an, dass sie das Auge aufschneiden und gucken, was für Rezeptoren da sind und dadurch bestimmen, ah, die haben die Rezeptoren im Vergleich zu uns, also weniger hier, mehr da, und somit sollte er so sehen. Aber es ist trotzdem kein Beweis. Du müsstest ja eigentlich wie in eine Kamera da durchschauen durch das Auge, um zu sehen, wie der sieht. Aber dann siehst du es auch wieder nur im Vergleich zu dem, wie du siehst. Wie sieht dein Shiny Violet aus? Es könnten Hinweise darauf sein im Stream, wie ein Violet in Shiny aussieht. Aber nur, wenn du nicht farbenblind bist. Lila. Ein Shiny Violet ist lila. Lila. Voll am Bashen von Farbenblinden gerade. Es tut mir leid. Ist auch manchmal besser, dass man nicht in andere Köpfe schauen kann. Da denke ich immer an eine der geilsten Black Mirror-Folgen, als wo ein Arzt die Fähigkeit bekommt, durch Technologie Schmerz von anderen zu spüren. Das ist so eine geile Prämisse, weil sich das jeder mal gedacht hat. Wie wäre es, wenn ich einfach den Schmerz, den ich gerade habe, jemand anderem buchstäblich zeigen könnte, indem er ihn auch spürt? So von wegen, ah, es kann nicht so schlimm sein, heul nicht rum, und dann so, bam, oh mein Gott. Oder das Gegenteil, so ist doch nix. Und die Folge treibt es so krass auf die Spitze, dass es so abnormal ist. Da sieht man wieder, wie dann Black Mirror so noch 3 Schritte weiter gedacht hat. Nicht so einfach, oh, ich möchte dir meine Kopfschmerzen zeigen, damit du Mitleid hast. Nein. Was passiert, wenn der Arzt die Gefühle von jemandem spürt, während die Person stirbt und so weiter. So gut gemacht. Gibt es auch eine Dr. House-Folge davon? Echt? Ich habe alle Dr. House-Folgen gesehen. Was? Es gibt eine House-Folge, wo jemand. Hä? Wo jemand die Schmerzen von jemand anderem spürt? Chamäleons können mit ihren Augen sogar dreimal zoomen. Ja, ist die Frage, finden die das raus, indem sie quasi was anschließen und dann sieht man so wie das Chamäleon? Oder ist es einfach nur, dass sie
anatomisch nachgucken, was das Auge kann und somit dann vermute, dass das so aussehen muss. Juniper, du bist ein Skalück. Skalück. Fangschreckenkrebs am 360 Grad Sichtfeld. Das habe ich auch. Ich muss nur meinen Kopf umdrehen. So wie Eulen, ihre Augen nicht bewegen können, aber ihren Kopf 360 Grad. Das ist so geil. Stellt euch vor, wir können unsere Augen nicht bewegen. Dann müsste ich die ganze Zeit so shiny handen. Weil ich mein Auge nicht bewegen kann. Eulen sollten Shiny Hunter werden. Das wäre bestimmt super lustig. Wo die Tochter Schmerzen von anderen empfindet und die Mutter denkt, sie tut nur so. Aber ist es Haus? Weil Haus war eigentlich immer der Realität nah. Vielleicht hast du sowas wie American Horror Story geguckt. Nee, weiß nicht. Weil es geht ja nicht. Das heißt, am Ende hatte sie eine psychische Krankheit dann. Und das hat Haus dann rausgefunden. Weil Haus war nie übernatürlich und es wurde immer am Ende aufgeklärt, was faktisch die Krankheit ist. Das ist so ein Nachmachersyndrom. Ah, okay. Imposter-Syndrom. Ist wieder was anderes. Haus ist großartig, jede Folge macht echt Spaß, aber das Ende war scheiße. Ich mochte das Ende überhaupt nicht. Es hat nicht zur Serie gepasst, das Ende. Aber irgendwie muss es ja enden. Mein Kaffee ist leer. Ich habe gesagt, bei 400 kommt das Wailord. Es wird nämlich langsam Zeit. Was war das Ende? Das sage ich jetzt nicht. Vielleicht wollen Leute noch Haus sehen. Er stirbt. Nein. Also vielleicht. Black Museum. Was war nochmal Black Museum von Black Mirror? Ich kenne die Namen nicht. Ich kenne nur vom Namen her White Christmas. Was die beste Black Mirror-Folge ist. Was auch ein kompletter Spielfilm ist. Einfach anderthalb Stunden lang. White Christmas ist die beste Folge mit Jon Hamm. Eine Folge mit drei Geschichten drinnen, ineinander, ist voll geil. White Christmas ist abgefahren. Aber sonst kenne ich keinen Namen von den Folgen. Black Museum. Du hast Haus zweimal gesehen. Mochtest du das Ende? Hallo Florian. Darf ich mich eigentlich wieder hinsetzen? Ich stehe da wie ein Spagatkämpfer. Spagatkämpfer? Wie nennt man die Leute, die im Spagat kämpfen? Spagatkämpfer. Das Museum ist mitten in der Wüste und eine junge Frau möchte das Museum besuchen. In Wahrheit sucht sie ihren Vater, den sie dort auch findet. Da habe ich kurz dran gedacht, es war doch... Boah, ich weiß nicht mehr, wie es ausgeht. Sie ist da und dann geht sie da so durch... Dann ist sie irgendwie da drin gefangen. Also ich erinnere mich an die Folge, ich erinnere mich auch an die Schauspielerin. Das ist, glaube ich, die vorletzte Staffel oder sowas. Und das ist auch eine... Ich glaube, es ist die Schauspielerin von... Die in Walking Dead eine größere Rolle hatte. Aber anscheinend war sie nicht so gut, dass ich mich komplett dran erinnere. Aber ehrlich gesagt erinnere ich mich auch nicht mehr genau an White Christmas. Ich weiß nur, dass es die beste Folge war. Das ist echt traurig, wie viele Sachen ich vergesse. Ich weiß nur noch, dass ich etwas extrem geil gefunden habe, aber ich kann euch nicht mehr erzählen, was genau passiert. Warum heute kein Giratina? Mein DS will nicht mit dem PC verbunden werden. Es klappt nicht. Ich habe eine halbe Stunde lang versucht. Also geht nicht. Ich hoffe, es geht, wenn ich meinen PC neu starte oder irgendwas. Mein DS will nicht mit dem PC. Du kannst dich ans Ende nicht erinnern. Ans Ende von Haus erinnere ich mich noch. Kenne nur so die meisten Fälle von den Folgen. Schau, an die Fälle erinnere ich mich nicht mehr. Ich erinnere mich noch, wie einer von denen eine ernsthafte Krankheit kriegt und dann so Quarantäne und alles Mögliche. Vollkommen übertrieben, aber richtig spannend.
Ich erinnere mich noch an den einen, der dann weggeht und so. Ich erinnere mich noch so an ein paar Dramas. Aber an die Fälle. Oder einer hatte, glaube ich, eine Zecke an einer ganz seltsamen Stelle. So an ein paar Sachen erinnere ich mich noch. Aber an die Fälle, ne. Oder an die ganzen Clips, die auf TikTok immer von Haus laufen. Wie er irgendjemanden wieder richtig scheiße behandelt. Ich hätte mal eine Frage. The Raft, hallo. Meinst du, dass es was bringt, sich mit anderen kleinen Streamern zu vernetzen, um mehr Zuschauer zu kriegen? The Raft, wo kommst du denn her mit so einer Frage auf einmal? So, wie lange ist es her, dass ich stehen muss? 29 Minuten. Okay, eine Minute halte ich noch aus. Oh mein Gott. Meinst du, dass es was bringt, sich mit anderen Streamern zu vernetzen, um mehr Zuschauer zu kriegen? Kleinen Streamern. Leider muss ich dir sagen, dass das sehr viel bringt. Ist das Vitamin D? B ist Sonne. Oder ist es Vitamin B? Was? Nee, D ist Sonne. Vitamin B ist Connecten. Vom Gesundheitsministerium so bestimmt. Nehmt eure Vitamine. Vitamin B, ganz wichtig. Connecten mit Leuten, die du eigentlich nicht magst. Vitamin wie dieser. Unnötig, aber irgendwie, nee. Sehr wichtig, aber hässlich. Wie dieser ist nicht hässlich, wie dieser ist sehr süß. Ah, das mit dem elektrischen Stuhl. Der elektronische Stuhl ist auch gut. Der elektronische Stuhl. The Raft, ja. Es hat nur Vorteile, wenn du dich mit anderen vernetzt. Das ist leider wirklich so. Ich bin da nicht gut drin. Und ich habe diese Einstellung, die eigentlich echt blöd ist. Und in all meinen Videos, weswegen du wahrscheinlich auch hier bist, habe ich immer gesagt, dass man Sachen machen muss, um erfolgreich zu sein. Auch wenn du nicht willst, das ist in jedem Job so. Ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich mir dauernd sage, wenn ich was nicht machen will, dann mache ich es nicht. Was aber im Endeffekt wirklich dumm ist. Aber man kann es ja auch verstehen, oder? Wenn ich so einen Job hier mache, dann mache ich den, weil ich eben was machen will, was mir Spaß macht. Warum also dann Sachen machen, die ich einfach nicht ausstehen kann? Und Connecten zählt tatsächlich dazu. So, es fällt mir allgemein schwer, Freunde zu finden. Deswegen das sehr wenig passiert in meinem Leben. Aber was ich, also, und dagegen habe ich natürlich nichts. Ich habe nichts dagegen, Freunde zu finden. Wenn das zufällig passiert, habe ich kein Problem damit. Freunde finde ich, findet man halt zufällig. Oder zumindest bin ich nicht die Seite, die auf die andere zugeht. Was blöd ist, ich weiß, aber es fällt mir super schwer, auf andere zuzugehen. Deswegen, die Leute, die ich kennengelernt habe in den letzten 5 Jahren, sind alle auf mich zugekommen. Und haben mit mir quasi Kontakt aufgebaut und dann bin ich super schlecht darin, den Kontakt aufrechtzuerhalten. So schlecht darin. Es fällt mir so schwer. Aber was ich überhaupt nicht leiden kann, und das machen halt sehr viele, weil sie wissen, dass man es muss, sich mit Leuten connecten, obwohl man nicht will, obwohl man sie nicht mag. Es gibt bestimmt auch Leute, die einfach jeden mögen und einfach mit jedem befreundet sind. Aber ich glaube, dass die meisten Streamer, YouTuber und so weiter Connections haben zu anderen, aber in Wirklichkeit nicht gute Freunde sind. Sondern das Ganze ist halt einfach, Deutsch schwer, schwere Sprache. Es ist eine schwere Sprache. Fällt es nicht ein, das Wort. Naja. Mir fällt das Wort nicht ein. Ich kann es noch nicht mal umschreiben. Man bevorzugt sich. Was? Nein. Hä? Warum ist es so schwer? Ich setz mich hin. Mehr blutet ins Gehirn, wenn ich mich hinsetze, vielleicht.
Man hat Vorteile. Hä? Profitieren, danke. Warum ist mir das Wort profitieren nicht eingefallen? Wie ist es dir eingefallen, obwohl ich null über beschrieben habe? Man profitiert voneinander. Beide Parteien wissen, dass man voneinander profitiert. Vielleicht der eine mehr als der andere und so weiter. Aber sie sind jetzt nicht Best Friends oder sowas. Und ich habe da keinen Bock drauf. Und ich glaube, das sind die meisten Beziehungen zwischen Influencern. Man toleriert sich, man weiß, dass es was bringt und deswegen ist man vor der Kamera befreundet. Oder macht halt Sachen zusammen, obwohl man sich jetzt nicht unbedingt sehr mag. Und das sehe ich nicht ein zu machen. Einfach nur Leute anschreiben, versuchen, in deren Streams abhängen, in deren Discord sein ohne Ende, irgendwie einen Kontakt herzustellen mit anderen, nur weil man davon profitiert. Aber es ist bewiesenermaßen der Weg, den du gehen musst, den du gehen solltest. Es ist sehr, sehr schwierig. Es ist alles super schwierig. Aber es ist noch schwieriger, wenn du das Ganze wirklich nur alleine machst. Ja, aber ich will das nicht machen. Ich mag das nicht. Ich habe auch keine Partner, keine Werbepartner. Ich habe es probiert. Ich mag es nicht. Ich lasse es. Ich habe probiert, mich mit anderen connecten, hab's gemacht, hab's geschafft. Ich mag's nicht. Wenn ich jetzt jemanden kennenlerne und ich mag die Person und so weiter, dann ist es halt einfach tatsächlich eine Freundschaft. Aber das ist für mich was anderes. Dann ist halt einfach eine Freundschaft entstanden. Und dann ist das Profitieren voneinander überhaupt, es ist gar nicht in deinem Kopf drin, weil man einfach abhängt zusammen. Deswegen, aber wenn du wirklich, jetzt beantworte ich deine Frage ultra, ultra ausführlich. Aber ich hoffe, es interessiert dich. Hallo, The Ghost Hole. Aber wenn du wirklich, wenn du deine Wahrscheinlichkeit steigern möchtest, erfolgreich zu sein beim Streamen, bei Content-Kreation, was auch immer, hat es nur Vorteile, wenn du dich mit anderen vernetzt, mit denen was zusammen machst. Deswegen existieren Organisationen wie, ich weiß, in Deutschland weiß ich keine, was gibt's denn da? Diese Spandauer-Leute mit Henno und sowas. Deswegen existieren solche Orgs, solche Zusammenkünfte an Streamern, Teams und so weiter. Weil die gegeneinander, also untereinander, voneinander profitieren. Und du kannst auch nur profitieren. Es gibt keinen Nachteil. Die Peets, gut, klar, das ist ja nochmal genauer. Das ist ja wirklich eine Truppe mit einem Namen drüber. Aber ja, jeder einzelne Stream von denen profitiert von dem Großen drüber. Ja. Aber das ist nochmal sehr besonders. ASMR ist auch eher einzeln. Stimmt eigentlich, es gibt nicht wirklich ASMR-Kollaborationen. Aber du siehst extrem viele Kollaborationen, zum Beispiel bei VTubern. Die machen es voll krank, ey. Die sind alle nur am Collaben die ganze Zeit. Man muss halt davon ausgehen, dass sich dann auch die Communities teilen. Also, deswegen sage ich die ganze Zeit, es gibt wirklich nur Vorteile, wenn man sowas macht, weil es ist so. Viele Leute machen es nicht und denken nicht, dass es bei mir so ist, weil bei mir liegt es einfach daran, ich will mich nicht mit Leuten connecten, die ich nicht... Also warum soll ich mich mit jemandem connecten, den ich nicht mag? Oder was heißt nicht mag? Einfach warum? Weil... Es ist für mich so eindeutig dieses, okay, wir sind jetzt zusammen an das machen, damit wir voneinander profitieren, aber in Wirklichkeit würden wir nicht zusammen abhängen, denn wenn wir es tun, schweigen wir uns nur an. Keine Ahnung. Die Leute machen es halt trotzdem und ich habe da keinen Bock drauf. Aber viele Leute denken eben, ich mache das lieber nicht, weil dann klauen die mir meine Zuschauer. Das ist aber null. Das passiert nicht. Andere klauen dir nicht die Zuschauer, nur weil du was mit denen machst. Im Gegenteil. Das passiert nicht. Und das sollte man nicht denken. Deine Zuschauerschaft kann nur größer werden. Spiele kann man gut zusammenspielen, aber im Pool sitzen wird schwieriger. Oh, das geht schon. Also es gibt schon so ein paar, nicht aus dem Airstream, aber wenn du jetzt zum Beispiel Poolstreamer meinst und sowas, also die so ein bisschen nuggert sind, die machen viele Collabs. Hallo Game Benny. Und Angel schaut übrigens schon 170 Streams hintereinander.
Angel. Komplett verrückt. Kommt auf die Größe des Pools an. Eben, ich kenne ganz viele, die zusammen im Pool sitzen. Zuschauer können, denke auch selbst entscheiden, was sie gucken und was nicht. Ja, wenn man wirklich Angst davor hat, dass man mit niemandem, also dass ich lieber nichts mit was mit jemand anderem mache, weil dann gehen die Zuschauer darüber, dann sollte man ein bisschen mehr Selbstvertrauen in seinen eigenen Content haben. Weil die Angst hat man ja nur, wenn man weiß, dass der andere besser ist. So, oder halt das, ne? Also, das ist ja aber Quatsch. Wenn du die Angst hast, dann solltest du lieber an deinem Content arbeiten, dass der interessant genug ist. Dann denkst du das auch nicht. Und es ist ja auch oft nicht so. Also ich habe das auch selber noch nie erlebt, dass Leute auf einmal weg sind, aber dafür nur noch bei der Person, die ich geradet habe. Weil, und deswegen ist es eigentlich nur vom Vorteil, weil oft, wenn du zum Beispiel, weil durch Collabs empfiehlt man ja andere Streamer seinen Zuschauern. Und das ist das große Ding, was Influencer machen, was im Namen schon steckt. Influencer sind Influencer, weil ich quasi eine Meinung habe und die dir quasi aufdrücke. Aber positiv gesagt, nicht aufdrücken, sondern ich sage zum Beispiel, hey, der Film ist cool, das Spiel ist cool, die Serie ist cool. Und wenn ich oft genug Recht habe, dann steigert das euer Vertrauen in mich, in mir. Quasi, oh, der Leo hat schon 3 Filme genannt, die ich auch super geil finde. Dem Geschmack vom Leo vertraue ich. Und genauso ist es bei Streamern auch. Oh, der Leo hat jemand anderen, einen anderen Streamer empfohlen, den ich auch mag, oder ich habe den dadurch entdeckt. Und jetzt schaue ich auch zum Beispiel diesen Streamer. Aber im Kopf wird immer drin bleiben, ich schaue diesen Streamer, weil Leo mir den empfohlen hat. Weswegen jemanden raiden, mit anderen was machen und so weiter, steigert nur das Ansehen von deinen Zuschauern bei dir, weil gute Empfehlungen sind immer go a long way. Maximus, du musst nicht das neu installieren, du musst, hast irgendwelche Einstellungen falsch. Deswegen habe ich gefragt, über welches Programm schaust du dir das Videosignal an? Bei mir war es Zufall, dass ich hier war. Danke, Zufall. Lange dauert ein Reset. Du bist dabei. Zähl mit. 1, 2, 3. Hier. 1, 2, 3, 4. Und gib nicht auf, Maximus. Du probierst es nicht mal seit einer Stunde. Weißt du, wie oft ich schon Sachen installiert habe, tagelang, bis ich es zum Laufen gebracht habe? Es funktioniert, glaub mir. Du musst nur vielleicht mal was anderes probieren als dreimal das Gleiche. Hallo Bud Spencer. Haben dich auch einfach vorgeschlagen bekommen von Twitch. Hallo Bud Spencer. Der Jahrhundert-Gong. War sehr ausführlich. Vielen, vielen Dank. Ich werde mir das zu Herzen nehmen und vielen Dank für den kleinen Aufwand. Bin da sehr dankbar. Gerne Raft. Kurz gesagt, es ist nur vom Vorteil, dich mit anderen zu connecten. Und es müssen keine Großen sein. In deiner Bubble, in deiner Größe, guck dich um, wer dir taugt. Versuch mit denen was aufzubauen zusammen. Und dann steigert, wächst man zusammen. Wird zusammen größer. Hat nur Vorteile. Dir muss es nur Spaß machen. Mir macht es keinen Spaß, deswegen mache ich es kaum. 27 Sekunden dauert ein Reset. Sehr gut. Hast du schon einen Manafi-Shiny gehuntet oder hast du es noch vor? Ich habe Manafi geshiny hunted für, wie viele Resets habe ich geschafft? 100, oder? Nach 100 habe ich aufgehört. Ich glaube, ich habe 100 Shiny Manafi, also 100 Manafi Resets, aber natürlich noch kein Shiny gefunden. Aber irgendwann steht dieses Shiny Manafi auch an, aber das ist eine der letzteren Hunts, weil die doch sehr aufwendig ist. Sehr aufwendig.
Das ist bestimmt China-Gerät, einfach alles umdrehen, genau. Und wenn man keinen PC hat, also auch kein OBS, sollte man einfach schon mit seiner Konsole anfangen zu streamen oder eher warten. Ja. Stream, du kannst, jeder von euch kann streamen. Du kannst sogar mit deinem Handy streamen. Du hast ein Smartphone, du kannst streamen. Du hast eine PlayStation, du kannst streamen. Xbox, du kannst streamen. PC, mit der Switch kannst du nicht streamen. Und ich glaube, die nächste Switch wird das auch nicht können. Aber ja, das Wichtigste ist, dass du einfach anfängst und dein Setup mit der Zeit verbesserst. Es kommt auch drauf an, ne? Vielleicht taugt dir das Ganze gar nicht. Und nach einem Monat merkst du, oh, ist doch nichts für mich. Der größte Schritt ist anfangen. Deswegen fang einfach an. Keine Angst, es wird eh keiner zuschauen am Anfang. Aber du wirst besser in dem, was du tust, indem du einfach anfängst und machst. Du musst kein Geld ausgeben dafür. Gerade Shiny Arceus gefangen. Adi. Im BDSP hast du es gemacht, oder? Timerball. Timerball ist nicht der hässlichste. Was, wo wolltest du ihn? Hyperball wahrscheinlich. Timerball ist nicht der hässlichste und er hat sogar Orange, Gelb und so. Es geht schon. Okay, du machst das mit OBS, Maximus. Im Gerätemanager steht es nur als Audio. Mehr geht ja nicht. Dann hast du vielleicht wirklich den falschen Treiber installiert oder hast du schon mal bei OBS Doppelklick drauf gemacht und dann unter Eigenschaften die Sachen verändert? Ich kann mich erinnern, dass wenn du auf Eigenschaften gehst bei OBS und dann Video konfigurierst, ist da eine extrem lange Liste an verschiedenen Codecs, die du auswählen kannst. Und du solltest sowas wie PAL auswählen halt, weil du wahrscheinlich eine PAL-Konsole hast. Aber dass es im Gerätemanager nur unter Audio erscheint, ist seltsam. Ich weiß nicht, wie das bei mir war. Ich habe den schon lange nicht mehr, weil ich jetzt HDMI-Konverter habe und sowas. Ich könnte ihn anschließen. Und unter Eigenschaften habe ich zweimal Bluescreen bekommen. Okay, hast du auch... Ich sage jetzt ein paar Sachen, die offensichtlich sind. Hast du einen anderen USB-Anschluss probiert? Geh sicher, dass du vielleicht USB 3 benutzt. Mehr fällt mir nicht ein. Aber es geht, es muss gehen. Gib nicht auf. Ich habe auch erst mit PlayStation angefangen. Jetzt bin ich am PC und finde, dass es ganz gut aufgebaut ist. Nice. Ah, Luxusball wolltest du. Ja, der wäre auch schön. Ich hätte nach dem Luxusball Hyperbälle probiert, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit wenigstens höher als beim Luxusball, dass es drin bleibt. Der Hyperball hat wenigstens noch gelb. Aber ich finde Timerball ist nicht schlecht. Aber herzlichen Glückwunsch. Ja, wie viel der Reset war es? Bitte sag mir, dass du mitgezählt hast. Das 400. Vylord ist jetzt hier. Das ist ein Drittel von 1300. Nicht ganz. Fast ein Drittel haben wir. Und das 400. Vylord ist... Blau. 3864. Oh, gerade so unter Odds. Eieieiei. Du hast offiziell noch Glück gehabt. Wie lange dauert es so, bis man aktive und neue Zuschauer bekommt? Wie macht man denn auf sich aufmerksam? Das sind die Fragen, die man nicht beantworten kann. Hallo Penny. Weil da so viele Faktoren von abhängen, dass ich dir das nicht sagen kann. Es gibt auch genau wie die Frage, wie viel Zuschauer brauche ich, dass ich reich bin? Oder wie viel Zuschauer brauche ich, um 1000 Euro zu verdienen und sowas? Das ist nicht beantwortbar, weil es bei jedem anders ist. Es kann sein, und da kannst du dir ganz viele Streamer anschauen, auf Twitch, jetzt gerade, gehst einfach in irgendeine Kategorie und scrollst runter auf 0 Zuschauer. Ich kann dir versprechen, dass die seit Jahren 0 Zuschauer haben.
heißt versprechen, das klingt so gemein, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Du kannst 10 Jahre lang streamen und die ganze Zeit für 0 Zuschauer und zwischendrin hast du halt mal einen, der dann schreibt und dann hast du wieder einen Monat lang niemanden, der erscheint oder dann hast du mal auf einmal einen Raid, der dir 30 Zuschauer bringt und du denkst dir, oh mein Gott, jetzt geht's voll ab und dann hast du wieder 3 Monate lang keine Zuschauer. Also, das kann ich dir nicht sagen. Sicher ist nur, dass wenn du über einen längeren Zeitraum keine Zuschauer bekommst, machst du blöd gesagt was falsch. Und das meiste, was die Leute falsch machen, ist, dass sie, so wie ich gerade, einfach nur vor sich hin streamen und denken, hey, wenn ich Apex Legends spiele, dann sollten doch Leute zuschauen. Aber dir schaut keiner zu, nur weil du ein Spiel spielst. Also mit YouTube, TikTok etc. beginnen. Nimm dir Zeit für deine Zuschauer. Game Benny, fettes Timeout von 5 Minuten, oh mein Gott. Moment, habe ich jetzt 2 Leute gebannt? Warum ist Shiny Nick gebannt, was? Keine Ahnung. War das Shiny, was? Ich sehe nichts. Du kannst mehrere Pal auswählen, welches. Ja, probier alle aus. Giratina gefunden. Nee, mein DS will heute nicht am PC funktionieren. Deswegen nur Vylord. Ich komme wieder und band die Leute. Meine einzige Regel, die hier existiert, Benny, ist, dass ich nicht wissen will, wie viele Zuschauer ich habe und du schreibst es. Oh, jetzt, ich merke, dass ich wieder Twitch-Support machen sollte bei den Fragen, die ihr alle habt. Oh, weißt du, ich habe gerade Bock, sogar drüber zu reden. Oh mein Gott. Die eine Frage war, nimm dir Zeit für deine Zuschauer, ist ja mal widerlich. Mit YouTube, TikTok etc. beginnen. Also da schwöre ich drauf und es ist auch bewiesen quasi, wenn du andere anschaust, dass du auf Twitch... Twitch ist die Plattform, auf der du streamst, um mit deiner Community zu kommunizieren. Beziehungsweise, wenn du schon groß bist, ist Twitch die Plattform, mit der du richtig viel Geld verdienst. Aber ja, Twitch sollte eigentlich nicht deine Plattform sein, deine Hauptplattform. Du solltest tatsächlich Content machen und Twitch ist dann die Plattform, auf der du deine Zuschauer kennenlernst. Die Nähe zu deinen Zuschauern aufbaust, weil Twitch ist das Beste dafür. Weil du live mit Leuten kommunizieren kannst. Özkan, hallo. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Danke, dass du die Videos angeschaut hast. Du hast ein DJ-Symbol, oder? Heißt das, du bist auf Twitch DJ? Diese DJ-Sache, ich finde die noch ein bisschen seltsam. Aber ich kann das nicht beurteilen. Das müssen die DJs sagen, ob das cool ist. Ob das gut gemacht ist. Ja, du kannst jetzt offiziell DJ auf Twitch sein und dann hast du irgendwie andere Rechte oder so. Deswegen, du solltest eigentlich in dich gehen, Raft, und dir überlegen, okay, was möchte ich im Internet machen, das vielleicht noch nicht jeder macht oder was jeder macht, aber ich besonders gut kann. Und das kann alles sein. Es kann buchstäblich sein, dass du Häkel-Tutorials machst und dann auf Twitch häkelst und Leute dir live dabei zuschauen und du einfach cozy Unterhaltungen führst. Es kann aber auch sein, dass du, keine Ahnung, jedes Achievement auf Xbox haben möchtest und dann machst du Videos darüber, wie du das machst. Aber es sind halt produzierte Videos,
oder irgendwas anderes, was du für eine gewisse Plattform machst, sei es TikTok, Instagram, was auch immer. Aber Twitch sollte eigentlich nur die Plattform sein, wo du dann die Nähe zu deinen Zuschauern suchst und findest, weil du hast bereits Zuschauer, die du dann auf Twitch hast. Nur Twitch zu machen ist Quatsch, weil damit wirst du wahrscheinlich, es gibt natürlich Beispiele, wo es klappt, damit wirst du wahrscheinlich fehlschlagen, weil niemand wird dich finden. Und so war es bei mir auch, also und bei jedem, den ich kenne. Ich kenne auch Leute, die wirklich nur Twitch machen und so erfolgreich wurden. Aber die sichere Variante ist, dass du wirklich Content machst auf Plattformen, die dafür gemacht sind. Und Twitch ist die Nähe zu den Zuschauern. Wundervolle Frage, die ich bestimmt noch nie beantwortet habe, von Juniper. Denkst du, dass man als Frau leichter Zuschauer zu bekommen? Ja. Daniela, gibt es eigentlich auch eine falsche Zeit zum Streamen? Nein. Ich würde sagen, wenn man anfängt zu streamen, ist die falscheste Zeit, dann zu streamen, wenn alle streamen. Deswegen würde ich, wenn ich anfange zu streamen, oder ich, wenn es vom... Es ist halt das Problem, die meiste Zeit, wo Leute streamen, ist halt abends, weil die meisten Leute halt auch abends Zeit haben. Weil die meisten Leute halt einen Job haben, ne? Aber ich bin ganz fest der Meinung, dass die beste Zeit zu streamen ist dann, wenn die wenigsten Leute streamen, logischerweise. Weniger Konkurrenz. Was auch um 3 Uhr morgens sein kann. Was auch um 7 Uhr morgens sein kann. Denn auf Twitch sind immer Zuschauer. Auch um 5 Uhr morgens, auch um 1 Uhr morgens. Und die können dann nicht ihre Lieblingsstreamer anschauen, weil die nicht online sind, sondern die finden dann dich. Weil du zu einer Uhrzeit online bist, wo sonst niemand online ist. Oder halt weniger. Deswegen gibt es eine falsche Zeit zu streamen? Nein. Aber ich würde die Primetime versuchen zu umgehen. Du hast ja einfach das Symbol Gold, weil es cool aussieht. Das geht? Ich muss mir da nichts vorweisen oder sowas? Puma! Puma, mein Lieber, Dankeschön für 47 Monate. Ich hoffe, wir sehen uns an Weihnachten. Ich habe fest vor, dich an Weihnachten zu besuchen. Du musst nur da sein. Weiß jemand, wie man länger etwas von seiner Konsole aufnehmen kann, um daraus dann ein Video zu machen? Spiel auf Xbox, aber da geht, glaube ich, nur maximal 3 Minuten. Du brauchst eine Capture Card und einen PC, wenn du wirklich was von deiner Konsole aufnehmen willst. Oder halt Laptop. Du musst deine Xbox anschließen an einen Laptop, an einen PC. Dir eine Capture Card kaufen. Die Capture Cards gibt es schon so ab 20 Euro. Wenn du eine billige willst, das geht. Das Teure ist halt, dass du irgendeinen Laptop oder sowas natürlich hast. Aber du kannst auch einfach dein Handy auf deinen Fernseher richten und das aufnehmen. Aber das ist natürlich jetzt, die Qualität ist wahrscheinlich nicht so geil. Aber Juniper, lass mich noch deine Frage richtig beantworten. Denkst du, dass man es als Frau leichter hat, Zuschauer zu bekommen? Ja. Du hast es leichter. Wenn du gut aussiehst. So, hier Clip bitte beenden und mich canceln. Kann man nicht klippen. Du kannst klippen, doch. Warum willst du... Was willst du hier gerade klippen oder was meinst du? Dann. Nein. Jeder hat Vorteile beim Streamen. Frauen sehen gut aus. 80% der Bevölkerung auf Twitch ist männlich. Vorteil. Ich habe eine angenehme Stimme. Vorteil. Männer sehen verdammt gut aus und sind saulustig. Oder sehen nicht gut aus, aber sind saulustig. Was auch immer. Jeder hat Vorteile. Den musst du halt finden und das ausnutzen. Und viele Frauen, die gut aussehen, haben am Anfang den extremen Bonus, dass sie schneller Zuschauer bekommen. Das ist wirklich so. Das kannst du nachschauen, statistisch und so weiter. Wenn du als Frau anfängst zu streamen und du siehst relativ gut aus, wirst du am Anfang schneller Zuschauer bekommen. Aber
Frauen haben leider eine, auf Englisch sagt man Glass Ceiling. Das heißt, du hast ein Dach, wo du von unten nach oben guckst. Weil eben die Zuschauer, die du bekommst als Frau, sind sehr, sehr oberflächlich. Weil sie eben nur da sind, weil du eine Frau bist. Weil du gut aussiehst. Und deswegen kriegst du am Anfang relativ schnell, keine Ahnung, 10, 20, 30, 40, 50 Zuschauer. Aber dann hört es halt langsam auf. 100, 200, keine Ahnung. Dann hört es halt irgendwann auf, weil, und vor allem die Zuschauer, die du bekommst, sind extrem, die wechseln. Weil die nur da sind, wegen deinem Aussehen, wegen dem, was du bist. Und die wechseln durch. Weil sobald eine Frau da ist, die attraktiver ist, in deren Augen gehen sie halt zu der. Und das merkst du bei weiblichen Streams, dass die Zuschauerschaft die ganze Zeit durchwechselt, weil es einfach nur oberflächliche Kerle sind, die, oh, geil. Also die Frage, ob du das willst. Die Zahl geht hoch, bis zu einem gewissen Glasdach eben, aber die Qualität der Zuschauer ist kacke. Deswegen ist es sehr schwierig, ist, als Frau zu streamen, weil du eben dieser Oberflächlichkeit trotzen musst, was sehr schwierig ist. Und gleichzeitig ist die Gefahr zu streamen so viel höher. Also du hast so viel mehr Scheiße, die du durchmachen musst als Frau und so weiter. Deswegen ja, du kriegst am Anfang mehr Zuschauer. Du hast es am Anfang leichter, keine Ahnung, 10, 20, 30 Zuschauer zu bekommen. Aber das hört ziemlich schnell auf, weil das nur oberflächliche Bastarde sind. Und du musst genauso hart arbeiten, tatsächlich Zuschauer zu bekommen, indem du Content machst, weswegen Leute kommen. Dass Leute wirklich wegen deinem Charakter kommen oder wegen dem, was du machst. Und nicht nur, weil du eine Frau bist. Also ja, aber kacke. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Kommentare sehr anzüglich sind. Anzüglich ist ein sehr netter Begriff. Auf Xbox kann man klippen. Ja, aber die Frage war ja, jemand möchte zum Beispiel 2 Stunden lang Gameplay aufnehmen auf eine Xbox. Ich glaube, das geht nicht. Kann man mit einer Capture Card dann auf einem Laptop streamen und aufnehmen oder sollte man sich dann eher einen PC zulegen, damit du kannst mit einem Laptop streamen. Es gibt ganz viele Streamer, die immer noch mit einem Laptop streamen. Je nachdem, wie teuer, wie viel Qualität der hat, halt schlechter oder besser. Ich habe einen teuren Gaming-Laptop, mit dem kann ich gut streamen, aber das Ding ist laut wie ein Helikopter, ey. Weil die Grafikkarte halt am Abgehen ist. Und das hört man wiederum im Mikro und so weiter. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Wobei, was ist der Vorteil? Dass du wenig Geld für einen Laptop ausgibst im Vergleich zu einem PC. Das Wichtigste ist, dass du anfängst, Raft. Hör auf, Fragen zu stellen. Fang einfach an. Stream mit deiner Xbox, deinem PlayStation, was auch immer. Und überleg dir auf dem Weg, wie du das Ganze verbesserst. Ist eher so ein Arbeitslaptop. Ich meine, wenn du jetzt ein krasses Cyberpunk-Spiel mit 4K streamen willst, dann kannst du es mit dem Laptop vergessen. Wenn du aber ein PlayStation-Spiel spielen willst, dann musst du eine Capture Card verbinden und dann ist der Aufwand für deinen Laptop natürlich sehr gering, weil du das Spiel nicht auf dem Laptop spielst. Oder wenn du einfach nur ein Pokémon-Spiel spielst auf einem Emulator, dann hat das auch sehr wenig Aufwand. Aber wenn du auf dem Laptop auch noch das Spiel spielen willst, dann vergiss es. Dann brauchst du einen richtig krassen Laptop. Hast du Tipps für Leute, die Panik bekommen beim Stream? Penny. Bazinga. Hallo Soul. Die Frage ist, warum kriegst du Panik beim Stream? Ich bin jetzt kein Psychologe, aber die erste Frage wäre, was glaubst du denn, warum du Panik beim Stream bekommst? Und hast du es denn ausprobiert und du bekommst tatsächlich Panik oder denkst du nur in deinem Kopf, du bekommst Panik? Lass nur Beleidigungen kommen. Das heißt, du hast Angst, dass Beleidigungen kommen. Da habe ich viele verschiedene Antworten für dich. Zum einen, warum solltest du Beleidigungen bekommen? Ich habe schon probiert und habe Panik bekommen.
Aber hast du irgendwas bekommen, weswegen du Panik bekommen hast? Oder hast du einfach Panik bekommen, weil du Angst davor hast, dass es passiert? Also hör da nicht zu viel auf mich, ne? Weil wie gesagt, ich bin kein Therapeut, kein Psychologe, der da dir irgendwie helfen kann. Ich kann nur von mir reden oder von meiner Logik in meinem Kopf. Ich wurde schon oft im Netz beleidigt. Warum? Also zum einen, um weniger Beleidigungen zu kriegen, der erste Schritt wäre, nicht mit Kamera zu streamen. Die meisten Beleidigungen kommen wegen Aussehen. Ich kenne auch Leute, die streamen ohne Kamera und ohne Mikro. Du kannst dich rantasten an das Ganze. Also das, ich weiß nicht, wie du streamst, was du streamst, wie du dich verhältst, was du bist, also wie du dich verhältst quasi, warum du Beleidigungen kriegst und sowas. Aber das erste wäre, um das zu verringern, weniger Sachen zu machen, die quasi Leute anspornt dazu. Das ist meistens Kamera, eine Kamera anzuhaben. Das ist aber natürlich nicht die Lösung. Das wäre nur, dass du dich eher rantastest ans Streamen. Dass du halt ohne Kamera streamst und so weiter. Man sieht nur mein Gameplay, also Pokémon. Was passiert, dass Leute kommen, die dich beleidigen? Das andere ist, was eher hilfreich wäre, dass dir das egal ist. Also ich glaube, du kannst es nicht verhindern, vor allem als Frau nicht, dass du Beleidigung kriegst. Ich werde auch ständig beleidigt. Der Unterschied ist nur, mir macht es nichts aus. Jetzt ist die Frage, warum macht dir das was aus? Ich sage immer, eine Beleidigung von einem Freund, oder noch nicht mal eine Beleidigung, aber wenn du einen guten Freund hast, gute Freundin hast, und die sagt zu dir, ey, du bist so doof. Und es ist nur das Wort doof. Du bist so dumm. Oh! Wir reden gleich über das Thema weiter. Was für ein Moment. Eyo. 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 Ist es nicht wunderschön? Es ist so klein. Warum bist du so klein? Du sollst das größte Weilord sein. Das hat sich gereimt. Nice. Wie fangen wir das jetzt? Vorsichtig fangen wir das. Wir haben extra Heilbälle. Wir machen als erstes, wir machen keinen Trugschlag. Aber ich habe Angst. Ich blende das da mal aus. Okay, okay, okay. Wir haben auch keine Musik im Spiel. Du bist so dumm und dann kommt das Weilord. Ja, es muss so sein. Dummes, dummes, shiny. Es ist weiblich. Das ist süß. Ein weibliches rosa Shiny. Okay, wir probieren einfach nur Hypnose, weil ich habe Angst, dass es... Ich glaube, das Ding kann Erholung, oder? Eingeschlafen. Wie viele Heilbälle habe ich? Ich habe doch extra Heilbälle mir besorgt. Ich habe 17 Heilbälle bloß. Soll ich Trugschlag machen? Ich meine, der kann doch nichts, oder? Warte, wir gehen ganz sicher, dass er nichts kann. Weil sowas wie Risikotackle wäre schon schlimm genug. Weilord. Weilord... Pokewiki Gen 8. Das hätte man natürlich alles vorher testen können. Gen 8. Weilord. Von Tränen? Okay, von Tränen, Hydropumpe, Amnesie, Erholung, Bodyslam, Sprungfeder, Taucher, Whirlpool, Lake, Rambos, Aquavelle. Rambos macht es selber Schaden. Aquaknarre, Erstauner, Platscher. Also, laut meiner Analyse kann dieses Pokémon keine Attacke, die sich selber wehtut. Kein Bodycheck, kein Risikotackle. Kann halt sein, dass es Attacken sind, die ich nicht kenne, wie Sprungfeder. Tut sich das selber weh dabei? Aber eigentlich haben wilde Pokémon immer die vier letzten Attacken bei dem Level, was von Tränen, Hydropumpe, Amnesie und Erholung wäre. Meistens verlernt es alle Attacken davor. Ich schmeiß einfach mal ein paar Heilbälle und wir gucken, was passiert. Und
dann, wenn es nie eine Attacke macht, oder wir zählen die Attacken, die es macht, vielleicht bleibt es auch drin. Und dann bei den letzten Heilbällen, wenn es nicht drin bleibt, dann machen wir Trugschlag. Oder so! Immer diese Sorgen, die man sich davor macht. Das tankt doch sowieso einen Trugschlag. Ja, aber trotzdem, man muss doch kalkulieren. Eyo, Shiny Violet, das Größte seiner Art. Level 80 in einem Heilball drin geblieben. Es hat geschlafen. Die Wahrscheinlichkeit war wahrscheinlich nicht super gering. Speichern. Da ist es. Da ist es. Das, so sieht schon größer aus. Und es ist irgendwelche Gases. Aquahülle, verhindert durch eine Hülle aus Wasserverbrennungen. Erholung, Amnesie, das ist genau das, was ich gesagt habe, ne? Ja, genau die Attacken kannst, die ich gesagt habe. Das sind immer die letzten vier. Kühn! Sieht es nicht kühn aus? Seine kleinen Augen widerspiegeln Kühnheit. Und es hat sogar ein Zeichen, Mittagszeichen, also das Standardzeichen, was es gibt. Das ist eins der häufigeren Zeichen, aber es hat zumindest ein Zeichen. Geil. Krass. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Zeichen hat? Ich glaube, die Zeichen sind 1 zu 50. Also wäre bei 1 zu 1300 nochmal 1 zu 50 obendrauf. Und weiblich nochmal 1 zu 2, nochmal doppelt so viel, oh mein Gott. Kann ich hier sehen, was die... Nee. Na heiß. Speichern. Nein, das ist nicht speichern. Wollen wir es noch einsetzen? Wir setzen es noch einmal ein. Beziehungsweise, sollte das nicht hinter mir herlaufen, herschwimmen? Haha! Ja, Treido! Weilaut schneller! Warum ist das so langsam? Du hast vier Flossen. Oh mein Gott, wo ist die Insel? Wo ist die Insel? Wo ist die Insel? Wo ist die Insel? Hier, komm her. Wo bist du? Hallo? Kann das nur im Wasser? Ah, ne, hier. Cool! Mein Wasser ist cooler. Es ist so langsam, es kommt nicht mal so hinterher. Okay, warte, Tohaido, komm her. Wo bist du? Wir wollen den Schimmer, den Glitzer auch von hinten sehen. Wenn... Hallo? Habe ich Tohaido kaputt gemacht? Kein Pokémon ist mehr da. Das ist halt so seltsam in Schwert und Schild, dass manchmal einfach keine Pokémon erscheinen. Komm, gegen ein rosanes Fleckmon. Weilord. Es wird gar nicht rausgeworfen? Bium. Schön. Boom. Ja, voll klein, ey. Es ist so dumm. Aber die Hoffnung ist eben, dass wenn das jetzt zum Beispiel in Legends ZA verfügbar ist und es da Größen gibt, dass es dann riesig ist. Weil eigentlich sollte das irgendwo in seinem Code jetzt hinterlegt haben, dass es die größte hat ever. In Kamesino und Popo gibt es leider nicht. Da können wir es auch checken. Aber ich hoffe, dass irgendwo im Code von diesem Weilord hinterlegt ist, dass es die größte Größe hat. Weil das ist halt schon ein bisschen traurig, dass es so klein ist hier. Aber hier gibt es halt keine Größen. Sind das Square Sparkles? Ich habe es nicht geguckt. Nochmal. Haben wir Square Sparkles? 1 zu 16? Aber sind nicht wilde Pokémon immer mit Square Sparkles und nur Eier unterscheidet sich? Es sind Square Sparkles. Aber ich glaube, da war irgendwas, das in der Wildnis, wenn du ein Pokémon in der Wildnis findest, es immer Square hat. Und nur Eier sind nicht Square und Square? Nicht Square? Okay, speichern. Wilde sind eher Square. Eier sind normal. Ich habe auch schon in Eiern Squares gefunden. Aber Eier sind, ich weiß, was du meinst, 1 zu 16. Weil das ist ein Square Shiny ist, ist 1 zu 16, wenn es ein Shiny ist. Warte, wir müssen noch ein schönes Screenshot machen in der
Hier das Meer aber bitte im Hintergrund. Kann ich die Kamera nicht weiter runter machen? Ein bisschen. Okay, du willst nicht. Gab's hier Posen? Es gab das hier. Warte. Perfekter Screenshot jetzt. Beziehungsweise im Video dann. Hör auf! Falsch rum! Warum machst du das nicht in die Kamera? Wann muss ich aufhören, dass es in die Kamera macht? War das gut? Das war nicht ganz gut, oder? Warte, wir müssen das YouTube-Thumbnail machen. Oh, der war gut! Was besonders an den vier Ecken? Noch seltener. Jedes Shiny kann ein Square-Shiny sein mit 1 zu 16. Das heißt, wenn du ein Shiny findest, ist es mit 1 zu 16 Square-Shiny. Das wurde in Schwert und Schild eingeführt. Mai. Und danach wieder abgeschafft. Also es ist nochmal 16 Mal seltener als eins nicht. Aber bei wilden Pokémon ist es, keine Ahnung, es ist nicht so krass, wie man denkt, aber es ist auf jeden Fall krasser. Okay, ich glaube, der Move war nice. Hast du umgeräumt oder seid ihr umgezogen? Wir sind umgezogen. Wir sind umgezogen, aber mein Raum ist noch nicht fertig. Ich muss irgendwie noch da Licht hinmachen. Hier ist zu eintönig grau, obwohl alles farbig ist. Ich meine, bei Wilden ist es andersrum. Müssen wir das jetzt einmal kurz nachforschen. Ich glaube, auf Serebii stand es ganz normal. Serebii Square Shiny. Hier, Shiny Hunting Raids? Nee. Shiny Varieties. With breeding Pokémon, setting encounters and max raid battles, when you encounter and shiny a Pokémon, it will have a 15 zu 16 chance of being a Pokémon with the Star Sparkle and a 1 zu 16 chance of having the Square Sparkle. Due to your programming quirk, at time of writing, when you encounter a shiny Pokémon as a standard wild encounter, this is essentially inverted. Du hast vollkommen recht. Aber hier steht eben Breeding, Static Encounters und Max Raid Battles. 1 zu 16, dass es Square ist. Und das hier ist ein Static Encounter, oder? Also ist ein Strong Spawn ein Static Encounter? Also ist es ist genau wie das Cobalium zum Beispiel. Cobalium ist ein Static Encounter, oder? Oder sind Static Encounter nur die, wo 1 zu 4000 ist? Also zum Beispiel Reggie. Violet sollte Static sein, ja. Es ist ein Strong Spawn. Es ist die Definition des Strong Spawn. Ich würde jetzt mal sagen, ich habe 1 zu 16 getroffen. Also es ist nicht 1 zu 1300, sondern 1 zu 1300 mal 16 selten. Weil das ist ein Square Shiny Violet. Es sollte Static sein, aber vielleicht sind auch nur die wirklich Static wie Zamazenta und sowas Static. Naja. Ich sage jetzt einfach mal, das ist Static und ich habe krasses Luck gehabt, denn dieser Boy hat Square Shinies. Brrr. Wow. Wow. Girl! Es ist ein Girl. Ja, Square Shinies gibt es in Kamezin und Purpur nicht mehr, aber Violet gibt es auch nicht in Kamezin und Purpur. Das wird aber nicht, also es gibt, visuell gibt es nur Square Shinies in Schwert und Schild. Die Daten sind aber tatsächlich unterschiedlich. Also du kannst einstellen, dass du in Gen 3 ein Square Sparkle findest. Was heißt einstellen? Aber du kannst ein Shiny in Gen 3 finden, das 1 zu 16 ist und dann in Schwert und Schild siehst du die Square Sparkles. Also im Code ist es hinterlegt, schon immer.
nicht die Definition Square Sparkle, aber es gibt quasi, weiß ich nicht, wenn 1 zu 16 ist halt diese typische Zahl. Irgendwo im Code ist halt, dass es shiny ist, und dann im Code, dass es shiny ist, ist nochmal eine Zahl, die sagt, dass es Square shiny ist. Aber sehen, Gott, es ist klein. Aber sehen tust du es nur in Schwert und Schild. Also es verliert nicht die Square Shininess, wenn ich es jetzt woanders hin übertrage. Du siehst es halt nur hier. Genau wie Größen. Ne? Du siehst Größen in anderen Spielen nicht, aber in Kamezin und Pupo siehst du die Größe. Und ich hoffe, dass dieses Wylord irgendwo im Code hinterlegt hat, dass es riesig ist. Wenn dieses Wylord in einem anderen Spiel nicht XL ist, bin ich so traurig. Einziger Grund, warum wir es geholt haben, weil es ist so klein. Was ist das? Mein Charakter ist größer. Hallo Hexe. Wo ist es? Yeah. Ja, cool. Was machen wir jetzt? Nochmal speichern. Ich weiß, wir waren gerade in einer großen Diskussion. Was heißt Diskussion? Ich habe einen Monolog geführt. Und ich rede gleich weiter, Penny. Aber können wir noch irgendwas Cooles mit dem Ding machen? Ich würde gern drauf surfen. Aber das geht hier ja nicht. So einfach ins Wasser und darauf surfen, reiten. So sieht's noch kleiner aus. Dankeschön, Trick. Jetzt die Mods spielen, wo die Pokémon in Originalgröße angezeigt werden. Stimmt, das Wylord kann ich übertragen in BDSP. Aber ich habe halt keine gemoddete Switch. Das wäre jetzt Riesenaufwand. Aber ja, ich könnte dieses Wylord. Aber nee, in BDSP gibt es auch nicht verschiedene Größen. Das sind alles die gleichen Größen. Aber ja, dieses Wylord wäre in BDSP mit Größenmod riesig. Bleib da. Das sieht schön aus. Yay. Tohaido, chill. Tohaido, chill. Nein, jetzt sieht es nicht mehr cool aus. Mensch, was machst du? Cool. Nein, Mann, was macht dieses Ding? So, okay. Jetzt kommen die ganze Zeit Tohaidos, weil die Insel zu klein ist. Ich will doch nur hier chillen. Schön. 400 war ein bisschen unterschätzt, aber wir haben es heute gekriegt bei 415. 415 ist eine gute Zahl. Pokémon Purpur Shiny Hunt, die macht erst Sinn, wenn wir in ein paar Stunden. In ein paar Stunden haben wir Lavita, Kindwurm und Tanhell Shiny Ausbrüche. Größenmod. BDSP kann man extrem modden und es gibt einen Mod, der den Pokémon die Größe gibt, die im Pokédex hinterlegt ist. Und Wylord ist riesig. Weißt du, wie du in BDSP Pokémon hinter dir herlaufen lassen kannst? Wylord ist winzig. Mit dem Größenmod ist das echt Größe. Also 5 Meter groß, keine Ahnung. Dann kommt eigentlich Viscora. Gar nicht. Viscora? Warte mal, Viscora? Warum? Wie redest du? Was ist mit Viscora? Ist Viscora noch dabei? Sind es 4 Pokémon? Ich dachte Tanhell, Lavita und Kindwurm. Das habt ihr gestern gesagt. Es ist auch noch Viscora, sind es 4, aber es gibt nur 3 Maps. Ist Kindwurm wirklich dabei? Lavitam Kindwurm in Paldea. Ah, okay, die beiden in Paldea. Ja, das macht Sinn. Wenn dann die fehlenden Gen 1 bei uns. Gell, das fehlt dir. Das stört dich, Maximus, ne? Dass ich in Gen 1 Pokémon habe, die ich noch nicht in Shiny habe. Aber mich stört das nicht. Weißt du warum? Weil es keine schöne, coole Methode gibt, Radfratz zu bekommen. Sag mir, wo ich Radfratz Shiny hatten soll. Let's go, scheiß Spiel. BDSP, scheiß Spiel. Also, Shiny hatte ich nicht, bis
irgendwann ein Spiel rauskommt, wo es ratzfratz cool gibt, wie zum Beispiel Legends Zaa oder in Gen 10. Hast du irgendwo eine Liste, welche Shinies du hast? Steht im Titel, Ausrufezeichen Shiny Dex, einfach abschreiben und eingeben. Ausrufezeichen Shiny Dex, da siehst du es, da, wunderschön, auf den Link klicken, wunderschön. Oh, da können wir jetzt ein weiteres abstempeln. Pass auf. Passt du auf? Passt ihr alle auf? Der Moment der Befriedigung? Oh nein, mir fehlt Radfratz und Radikal. Was für ein schreckliches Anblick. Bylord. Klick. Okay, das war's. Für diesen Moment tun wir es. Um diesen einen Klick zu machen. Ich habe heute auch ein anderes Shiny gefunden. Gestern Nacht. Gestern Nacht, während ich einen Film angeschaut habe. Den Film muss ich noch weiterschauen. Possession? Ja, seltsamer Film. Kann ich nicht empfehlen. Aber während Possession habe ich diesen Boy hier gefunden. Moruda. Ein morsches Ruder. Moruda. Del Mais. Sehr schönes Shiny Moruda. Hier, das hier. Sehr schönes. Er war im 1700. Ei oder sowas. Ich hab's aufgeschrieben. Tortonato, auch schönes Shiny, muss ich auch irgendwann machen. Deswegen sind wir jetzt bei 1202 Shinies. Aber wenn wir in unseren richtigen Shiny Decks gehen, sind wir dann bei... Wo ist Wylord hier? Boom. Sind wir bei 1023. Trotzdem eine stolze Zahl. Und hier, Maximus, guck, ist der Anblick aushaltbarer. So viele Shinies fehlen mir tatsächlich noch in Gen 1. Das sind die Shinies, die auch alle meine OT haben. Und ich selber gefangen habe oder gebrütet habe. Die anderen sind alle, die ich besitze tatsächlich. Du kratzt an den 1100. Ah, verdammt. Ah. Let's go hunt. Ich will nicht in Let's go hunten. Das Spiel ist scheiße. Waren beim anderen Decks Go-Shinies dabei? Zum Beispiel auch. Ja, Go-Shinies zähle ich auch nicht. Und ich habe halt viele Shinies geschenkt bekommen von euch. Und die zähle ich da auch nicht. Aber ich habe sie. Aber deswegen, der eine Decks zählt alle, die ich selber, meine OT haben. Und der andere alle, die ich tatsächlich in meinem Home gerade habe. Mensch, was machen wir jetzt? Ist der Tag vorbei, oder? Ich meine, es ist auch schon halb sechs. Auf jeden Fall, Penny, bist du noch da? Wollen wir noch schnell weiterreden darüber? Hisui, Viscagod auch noch? Echt? Erscheint Viscagod an sich? Bin da. Okay. Inspirational Speech jetzt. Beleidigungen sind scheiße. Wenn du aber im Internet irgendwie arbeiten möchtest mit deiner Persona, sei es, ob man dich sieht oder nicht, wirst du Beleidigungen bekommen. Das ist traurig, aber du wirst es nicht verhindern können. Vor allem, wenn du eine Frau bist, vor allem, wenn irgendwas jetzt plump gesagt anders an dir ist, sei es, du redest anders, hast einen Dialekt, irgendwas, ne, wo jeder sich draufstürzen kann, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du verarscht wirst, beleidigt wirst. Ich sag dazu nur, warum stört dich das? Worte können wehtun. Ja, das hat vorhin jemand geschrieben. Ich sag dazu nein, Worte tun nicht weh. Kontext tut weh. Warum sollte es mir wehtun, wenn eine random Person, die ich nicht kenne, die ich nicht mal sehe, das ist einfach nur ein anonymer Name mit dahinter, du Hurensohn. Du Bastard, du Wichser. Warum sollte mich das stören? Die Person kennt mich nicht. Ich kenne die Person nicht und das sind wirklich nur Worte. Warum sollten die Worte von einer random Person mir wehtun? Hingegen, wenn tatsächlich jemand, der dir was bedeutet, ein Freund, Familienmitglied und so weiter, die Person sagt, heute stellst du dich richtig dumm an. Weißt du, das ist noch nicht mal ein hartes Wort. Es ist einfach nur, heute bist du ein richtiger Idiot. Und dann so, ach. Weißt du, weil die Person dir was bedeutet und wenn die tatsächlich was Gemeines sagt,
und es auch noch stimmt, dann, oh, tut's weh. Das muss auch nicht mal ein hartes, beleidigendes Wort sein. Weil Kontext wichtig ist. Kontext tut weh. Und bei dir wäre der Kontext, dass, wie du sagst, du ein geringes Selbstbewusstsein hast, dass wenn jemand sagt, hey, du siehst voll kacke aus, denkst du dir, oh nein, ich sehe wirklich kacke aus. In Wirklichkeit kann die Person das null beurteilen, weil die Person dich nicht kennt, du kennst die Person nicht. Warum sollte jemand, und ich weiß, es ist komplett jetzt objektiv oder sehr, sehr, ich bin halt so ein Mensch, der sehr neutral ist, sehr, sehr, wie sagt man, objektiv ist. Warum sollte jemand, der dich nicht kennt und den du nicht kennst, warum sollten Worte von dem wehtun? Deswegen, wenn hier jemand reinschreibt, du dummer Hurensohn, lösch dich, dann tut es mir null weh. Weil, warum sollte es, richtig faktisch gesprochen, warum sollte es dir wehtun? Wenn aber jemand unter ein YouTube-Video Kritik schreibt, die tatsächlich stimmt, wo ich selber sage, ah, die Person hat recht, dann tut es ein bisschen weh. Aber das ist ja dann auch konstruktive Kritik oder halt Kritik, wo du sagst, ah, fuck, die Person hat recht, daran sollte ich arbeiten. Deswegen, du kannst auch positive Sachen draus ziehen. Aber klar, wenn du geringes Selbstbewusstsein hast und du findest zum Beispiel, dass deine Stimme komisch klingt und jemand kommt rein und sagt, warum hast du so eine quietschige Stimme, die ist voll hässlich, dann verstehe ich, dass es dir wehtun kann. Aber trotzdem, rein objektiv betrachtet, das sollte dir nicht wehtun. Also das kann dir eigentlich gar nicht wehtun, weil du kennst die Person nicht. Wie dir das hilft, weiß ich nicht. Aber so denke ich halt. Du machst dir zu viele Gedanken? Jeder macht sich zu viele Gedanken. Also, ja. Man sollte drüberstehen. Drüberstehen klingt aber schwieriger, finde ich, als einfach zu sagen, aber ich bin halt so ein objektiver Mensch, so faktisch. So. Es gibt keinen faktischen Grund, warum dir das wehtun sollte. So, und deswegen, ja. Aber es gibt manchmal wirklich Sachen, die wehtun, aber dann basiert es meistens auf etwas, was dich selber bereits stört. Und jemand hat zufällig deinen wunden Punkt getroffen. Aber auch da musst du denken, reiner Zufall. Nehmt es mit Humor. Ja, also ich kann mal eine Geschichte erzählen. Ich habe gestreamt und jemand, oder war das auf dem Discord? Es war auf dem Discord. Jemand hat mir auf Discord geschrieben und hat gesagt, hey Leo, ist doch kacke, ich wurde auf Twitch gebannt. Ich denke mir so, warum das denn? Ja, ist voll unfair, die haben mich beleidigt. Zuschauer sind in meinen Stream reingekommen und haben mich beleidigt. Und dann hat Twitch mich jetzt dafür gebannt und ich verstehe nicht warum, das ist so kacke und ah. Die Geschichte hilft dir jetzt nicht wirklich, ich finde sie nur lustig. Und dann gehe ich auf Twitch, gehe auf den Account und gehe auf den letzten Stream, der existiert. Beziehungsweise, nee, die Person war ja gebannt. Ich glaube, das hat als YouTube-Video existiert. Ich glaube, er hat es mir sogar geschickt dann. Ich habe gesagt, zeig doch mal, wofür du gebannt wurdest. Und dann war er tatsächlich ein sehr nerdig aussehender Typ. Und ihm ist etwas passiert, was vielen passiert, dass eine Gruppe an Bullies, eine Gruppe an Losern sich auf diese eine Person hetzt. So, seine Reaktion war aber komplett die falsche. Also er wurde quasi von so einer Gruppe an anderen Menschen gemobbt, wegen dem, wie er aussieht, ist, keine Ahnung. Halt Idioten. Und wie du reagieren musst, ist es zu ignorieren. Und auch das ist leider manchmal nicht die Lösung. Leider muss man manchmal rechtliche Sachen einleiten oder tatsächlich Hilfe von anderen bekommen. Kenne ich auch Fälle und sowas. Aber meistens ist die erste, einfachste Methode zu ignorieren. Er hat das Ganze aber nicht ignoriert, sondern er hat dann spontan einen Rap gemacht, stand vor seinem Mikrofon und hat, nicht gut natürlich, einen Rap gemacht, wo er seine Beleidiger, seine Bullies quasi zurückbeleidigt. Aber halt auf die härteste, unterste, brutalste Schiene mit Schimpfwörtern, die du nicht wirklich sagen kannst. Und dann wundert er sich, dass er gebannt wurde. Weil die anderen haben ihn halt natürlich auch gemobbt. Angefangen. Aber sobald du das halt öffentlich auf Twitch machst und die krassen Schimpfwörter benutzt und, also, naja, du wirst auf Twitch gebannt, wenn du Leute beleidigst.
Der hat das auf der krassesten Schiene gemacht. Also das, weil jetzt jemand gesagt hat, nehmt es mit Humor, ja. Oder ich wollte auch schon sagen, dann schieß einfach zurück. Nee. Wenn dich Leute beleidigen, dann ignorier's. Versuch's durch dich durchgehen zu lassen. Am Anfang ist es vielleicht noch schwierig. Mit der Zeit wird es wahrscheinlich einfacher. Und versuch dran zu denken, diese Worte können dir gar nicht wehtun. Weil warum sollten sie? Die Person kennt dich nicht. Eigentlich sollten dich nur Worte verletzen von Leuten, die du kennst. Weil die kennen dich. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Hab einfach Spaß. Yeah. Na Boris, hallo. Hab lange Zeit viel gezeichnet und hab das gezeigt und es kam nur Beleidigungen und hab trotzdem weitergemacht. Also mich würde auch interessieren, was für Beleidigungen. Aber es ist eigentlich irrelevant, weil wenn es für dich eine Beleidigung ist, dann ist es eine Beleidigung. Ne? Wenn es jetzt ist sowas wie deine Zeichnungen sind voll hässlich, weiß ich nicht, ob das schon eine Beleidigung ist. Aber das ist natürlich nochmal extra hart, weil du als Künstler, Künstlerin dich in die Öffentlichkeit stellst. Und wenn du das tust, werden Leute, und deswegen machst du es ja auch, ne? Dass die Bilder scheiße aussehen und ich kein Talent habe, ist jetzt für mich nicht wirklich Kritik. Es ist für mich nicht wirklich eine Beleidigung, dass Bilder scheiße aussehen und du kein Talent hast. Das ist tatsächlich, wie Happens schreibt, ungewollt, also das ist, was heißt ungewollte Kritik? Das ist Kritik, die keinen Inhalt hat. Inhaltlose Kritik. Die dir nichts bringt. Wohingegen, wenn das anders formuliert wäre, würde es dir vielleicht was bringen. So, hey, warum hast du keine Schattierung? Oder versuch doch mal, da oben rechts was anders zu machen, dass die Proportion anders aussieht, so, weil im Moment, finde ich, sieht es noch nicht so gut aus. Das wäre tatsächlich Kritik, mit der du was anfangen könntest. Feedback, auch genannt. Aber ehrlich gesagt, wenn du dich halt mit deiner Kunst ins Internet stellst, musst du erst recht erwarten, dass Leute sie beurteilen. Mittlerweile verkaufe ich diese Bilder. Du, es gibt die krassesten Künstler, die Kritik kriegen, die abnormal scheiße ist. Aber ja, wenn du dich natürlich ins Internet stellst mit deiner Kunst, werden extra nochmal mehr Leute kommen, die das als Gelegenheit sehen, einfach zu sagen, was sie denken. Nur dass die Leute rechtfertigen das mit, warum, ich gebe doch nur Kritik. Wie willst du nicht meine Meinung haben zu deiner Kunst? Das Problem ist, wenn das halt eine inhaltlose Kritik ist, halt dumm. Aber ja. Wenn dich jemand beleidigt, hat er sie gewonnen, wenn man darauf reagiert. Ja. Darauf, auf sowas wie, dass die Bilder scheiße aussehen und ich kein Talent habe, würde ich einfach nur reagieren mit, vielleicht denkt das meine Kunst auch von dir. Keine Ahnung, das sag ich immer, ne? So, das Pokémon sieht scheiße aus, vielleicht denkt das Pokémon das auch von dir. Ja, einfach ignorieren, Kommentar löschen und weitermachen. Ich meine, es ist klar, dass Leute deine Kunst nicht mögen. Ich wurde heute schon auf der Arbeit als Hurensohn bezeichnet. Man braucht ein dickes Fell manchmal. Eine Welt, in der sich jeder Gedanken macht, was andere über einen denken, aber im Endeffekt macht sich jeder nur Gedanken um sich selber. Mein Wort zum Donnerstag. Ja, ein gutes Beispiel dafür ist, ihr kennt es, wenn ihr irgendwo sitzt, U-Bahn, wo auch immer, und ihr guckt euch einfach nur um und ihr kreuzt den Blick mit einer Person, die euch auch gerade anschaut. Oder halt, du guckst jemanden an und die Person guckt hoch und guckt dich an und bist dann so... Denkt euch dabei immer, das ist peinlich, ne? Das ist ein kurzer, peinlicher Moment, so, oh, ich habe die Person angeschaut und ich wurde zurück angeschaut. Die Person denkt sich gerade das Gleiche. Die Person hat sich gerade umgeguckt und hat den gleichen Blick mit euch gekreuzt und denkt sich wahrscheinlich, oh, fuck. Ich habe mich doch nur umgeguckt. Die Person soll nicht denken, dass ich starre und sowas. Deswegen, wie du sagst, die Leute machen sich Gedanken, was andere drüber über sich denken, aber die Person macht das Gleiche. Nur du bist mutig genug, es deine Kunst im Internet öffentlich zu zeigen, was wahrscheinlich die andere Person, die deine Kunst kritisiert hat, ohne Inhalt, nicht mal die Eier hat wahrscheinlich dafür. Also mach einfach weiter und versuch, einen Scheiß drauf zu geben, was andere denken. Weil, dass du Beleidigung kriegst, wirst du nicht verändern können. Du, selbst der talentierteste Mensch mit dem größten Erfolg kriegt Beleidigung. Erst recht, wahrscheinlich.
Umso größer du wirst, desto mehr Beleidigungen oder negative Kommentare bekommst du. Glückwunsch zum Shiny. Dankeschön. Ist es nicht schön? Ist es nicht rosig? Ich weiß nicht, was ich heute sonst noch machen soll. Mein DS, wie gesagt, geht am PC nicht, warum auch immer. Ich hoffe, es geht bis morgen. Ich glaube, die nächste Dual-Hand wäre dann Giratina immer noch, aber mit Zweeps. Wir gehen zurück zur Zweeps-Shiny-Hand. Denn ich habe jetzt zwar inzwischen meine... wo sind wir? Hier. Ich habe jetzt zwar inzwischen meine Gamecubes da hinten hingestellt, aber es vergeht noch ein bisschen Zeit, bis ich die tatsächlich schaffe anzuschließen. Weil ich finde es ganz cool, wenn sie da hinten sind. Dann muss ich mich zwar umdrehen, um sie anzumachen. Ist jetzt aber nicht so schlimm. Fast Guy, hallo. Die Mäusefamilie, das einzige Shiny, was wir noch brauchen in Karmesin und Purpur. Die Dreierfamilie. Aber die der Kolosseum-Hand kann erst weitergehen, wenn ich es irgendwie schaffe, diese vier Gamecubes mit diesem PC zu verbinden. Und das geht. Ich brauche nur ein sehr langes HDMI-Kabel. Ich habe ein 10 Meter HDMI-Kabel. Aber hat keine große Prio. Zurzeit hat die Prio das Origin Deck 6 Video, was ich jetzt anfange zu schneiden. Heute Nacht, morgen, keine Ahnung. Und dann irgendwann, wenn ich Zeit und Muse habe, werde ich versuchen, diese vier Gamecubes mit einem 10 Meter Kabel mit diesem PC zu verbinden und verdammt viel Strom, woher auch immer ich den kriegen soll. Ja, hast du beide Gierspenst? Ja, vom letzten Mal, vor einem Jahr, als das Gierspenst-Event war. Wer hat das denn nicht? Das hat doch jeder inzwischen. Die Zweeps. Ich werde meinen Bildschirm wieder auf maximale Farbe drehen und dann sehe ich diese Zweeps ohne Probleme. Es ist halt nur... Ein Reset ist halt nicht 30 Sekunden, sondern 15 Minuten. Wenn ich Glück habe. Ein Zweeps pro Sandwich war, glaube ich, der Durchschnitt. 100 Raids bisher, nicht eins. Ich habe ja auch Online-Raids gesucht. Das heißt, die Zweeps, die ich gekriegt habe, waren wahrscheinlich durch Drittsoftware gefiltert. Aber ich sehe es nicht ein, 1 zu 4000 Raids zu resetten. Irgendwann werden sie die Chancen vielleicht besser machen, klar. Aber mit 1 zu 4000 diese schrecklichen Buggy Raids zu resetten? Nee. Die fehlen mir auch noch. Ich schau dir zu, wie du das machst. Ich muss erstmal wieder einen Ausbruch finden. Vielleicht machen wir noch was anderes davor. Ich muss mal gucken, ob inzwischen Gale of Darkness in den Retro-Achievements drin ist. Vielleicht ist es inzwischen drin. Hab lange nicht mehr geguckt. 10 Tage. Wenn Gale of Darkness in den Retro-Achievements drin ist, dann werden wir endlich einen Vanilla Run durch Gale of Darkness machen. Nee, noch keine Trophies. Bald. Ich habe nämlich Gale of Darkness nie gespielt. Ich spiele gerade, sehr geil. Warte, bis es Achievements gibt. Dann wird's, das wird 100% Day. Und dann irgendwann auch Kolosseum nochmal 100%. Haben wir gerade mal deinen Shiny Dex angeschaut, darf man fragen, wo du da Shiny Zeraora her hast. Zeraora war damals ein Event in Schwert und Schild. Das wirst du so nicht mehr bekommen. Und zwar war das damals ein ziemlich cooles Event, was sie in Gen 9 nie wiederholt haben, so eine Art von coolem Event. Muss doch mein Girl hier zeigen. Und zwar war das, dass es gab Zeraoras in Raids, normale Zeraoras. Und die waren extrem schwer zu besiegen. Und dann hat Game Freak ein Ziel ausgeschrieben und hat gesagt, wenn ihr es schafft, weltweit 1 Million Zeraoras zu besiegen, schenken wir euch ein Shiny Zeraora. Und natürlich haben es die Leute geschafft. Ich glaube, ich habe... Man musste mindestens eins besiegen, um auch eins zu kriegen. Und ich habe eins gemacht. Ich habe mein... I did my part. Ich habe ein Zeraora besiegt, damals im Stream zu viert oder sowas.
Und dann hat die Welt es geschafft, oder waren es 100.000, ich weiß es nicht mehr. Halt eine Zahl, die viel war, aber realistisch. Natürlich haben es die Leute nach einem Tag geschafft. Und dann haben wir alle ein Shiny Ceraore geschenkt bekommen. Das war damals das Event/Herausforderung. Und wenn du da nicht da warst, 2020, 21, 20, keine Ahnung, dann hast du Pech gehabt. War es eine Million? Ich glaube, es war eine Million, ja, ich kann mich erinnern. Was ja geht weltweit, es war ein fettes Event. Ich meine, Ceraora, das mystische Ceraora in Schwert und Schild. Das hast du leider verpasst, ja. Deswegen, wenn du wirklich Pokémon sammelst, jeden Tag einmal, kommst auf der Arbeit an, startest deinen Browser, einmal Serebii aufmachen und gucken, was gerade für ein Event ist. Wenn Event ist, mitmachen. Oder auf dem Leos Mind Discord regelmäßig gucken, da dann verpasst du auch kein Event. Aber zurzeit gibt es keine interessanten Shiny Events. Gerade wurde Filinara verteilt, war aber auch nicht. Das ist halt ein Weltmeister Filinara. Aber sowas Cooles, ich meine, das einzig Coole, was es in Gen 9 gab, war das Mewtwo Mew Event. Das war eine coole Mechanik, so wie man das holt, dann Titanabzeichen, wie man das besiegt und so, auch noch schwierig. Das war das Einzige. Und dann gibt es halt die ganze Zeit diese Titanen. Morgen gibt es Dragoran-Titan, nicht vergessen, ne, Leute. Aber das ist alles nichts Besonderes. Alola Raichu Outbreak, ja, Alola Raichu. Easy Alola Raichu in Shiny. Aber das ist ja nicht so besonders wie Ceraora. Nein. Okay. Dann war es das für heute. Wir haben es geschafft, 415. Das ist kein normales Wailord. Es ist das Wailord, was da, oder hier? Da irgendwo, wo bin ich? Was da ungefähr am Horizont riesengroßes. Das XXL Wailord. Wo guckst du hin? Haben wir alle eigentlich wirklich 4 Flossen? Die sollten doch nur 2 haben, oder? Wailord hat 4. Ja, mehr habe ich heute nicht für euch. Ich mache weiter im Gen 6 Video und Essen und so weiter. Und hey, dann habe ich jetzt vielleicht vor dem Gen 6 Video habe ich noch schneller ein Wailord Video gemacht. Denn über dieses Wailord müssen wir natürlich auch ein Video machen. Geilon. Ja, mal schauen, vielleicht mache ich das zwischendrin mal eben schnell, bevor Gen 6 da ist und sowas. Der Po ist immens. Von Wailord. Wie siehst du den? Ich kann ihn gar nicht sehen. Was gibt's zu essen? Rosa macht. Wie heißt das Grüne? Nicht Aubergine, aber man verwechselt es gerne mit Aubergine. Rosa macht Schweinefleisch mit. Ah, wie heißt's? Ich vergesse diesen Namen immer. Zucchini. Da, schau, du wusstest, was ich meine. Zucchini. Zucchini, Reis, Schweinefleisch, super lecker. Zucchetti. Das denkt Wailord auch über deinen Po. Ja, genau, schau. Immer, die, das ist die beste Antwort auf jede Beleidigung. Ja, beides esse ich nicht. Wenn Rosa das für dich machen würde, würdest du es essen und du fändest es super lecker. Glaub mir. Vor 10 Jahren mochte ich auch noch kein Zucchini und Aubergine und jetzt liebe ich es, wenn Rosa das macht. Henriette mit ihrem Tier 2. Dankeschön, Henriette, für 47 Monate. Guck, guck, guck. Wunderschön. Dankeschön. Guck dir dieses schöne Wailord an. Danke, Henriette. Ich mag große Hintern. Hallo? Okay, das war's. Dankeschön fürs Zuschauen. Endlich mal wieder ein Shiny im Stream gefunden. Während einem deepen Monolog kam es. Ich habe es, glaube ich, als dumm bezeichnet. Aber ich meinte nicht das Wailord. Aber vielleicht kam es deswegen. Es wollte mir beweisen, dass es ganz doll stark und nicht dumm ist. Aber ist im ersten Ball drin geblieben. Meine Lieben,
Bis morgen, gleiche Zeit, gleicher Ort, nachmittags in den Abend rein. Und auf Wiedersehen. Aber vor allem, vergesst nicht. Vergesst nicht! Dass Gengar Spaß hat. Und ihr solltet genauso viel Spaß haben wie dieses Gengar.